One, two, three, go! Willkommen zurück zu Adobe Live. Wir sind wieder zurück im April. Ne? Der Rufus hat eben ja auch schon die erste Session geleitet, zusammen mit der Nadine zum Thema VR und Kunst. Und jetzt gehen wir hier in die Vollen. Jetzt geht es nämlich zum Thema Illustration. Es ist, könnte man sagen, aber vielleicht gucken wir mal, wie wir es nennen können. Auf jeden Fall freue ich mich riesig, dass die Jamila heute hier ist. Hi Jamila, schön, dass du da bist. Ja, genau, für diejenigen, ich guck mal, ja, also das stimmt schon mal. Ja, manchmal den Fall, dass die Title Cards sich wie verhext entzaubern und dann irgendwie noch Rufus und noch jemand steht. Oh, okay. Oder ich und noch jemand. Aber das stimmt alles, also passt es alles. Wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Ich guck mal ganz kurz in den Chat und vielleicht machen wir es so, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor und sagst mal kurz, wer du bist und was du machst. Mhm. Und genau, und dann gehen wir ins Thema. Da ist die Kamera. Genau. Hi. Hallo, ich bin Jamila. Ich komme aus Leipzig und ich arbeite dort als freischaffende Künstlerin. Eigentlich, ja, ich weiß nicht so richtig, freelancen kann man das nicht mehr nennen, weil ich gar keine Aufträge mehr annehme. Ich mache eigentlich die Illustrationen, auf die ich Lust habe, verkaufe dann Drucke über meinen Online-Shop. Ich habe einen Patreon-Account und gehe auf Messen und dadurch bin ich eigentlich so ziemlich unabhängig und kann den ganzen Tag zeichnen, worauf ich Lust habe, was genial ist. Ja. Das war eine schöne Kurzfassung. Danke. Vielleicht, genau, für diejenigen, die Patreon noch nicht kennen, vielleicht kannst du das auch noch mal kurz erklären, weil das ist ja eine Sache, die noch nicht jeder kennt. Das ist ja noch gar nicht so lange, dass es Patreon gibt. Ja, Patreon, also viele kennen ja Kickstarter. Das ist ja so eine Crowdfunding-Plattform, wo man einzelne Projekte finanzieren möchte. Und Patreon ist mehr so, dass man wirklich jeden Monat Unterstützung gibt demjenigen, dessen Arbeiten man mag. Einfach wenn man irgendwas sieht, viele YouTuber benutzen das auch, die sagen dann, ja, für jedes Video gibt ihr mir so und so viel Geld und ihr kriegt dann irgendwie exklusive Einblicke zurück. Und ja, so hat man halt einfach jeden Monat stetigen Support von den Leuten, die Arbeiten cool finden. Und ich habe jetzt inzwischen, glaube ich, über 600 Patrons, was super cool. Sehr, sehr cool ist, ja. Ja, das ist auch eine super coole Möglichkeit zu sagen, hey, so ist man ein bisschen näher an seinem Lieblingsartist, ne, und kann ihn auch unterstützen, oder sie in dem Fall. Ne? Also sehr, sehr schöne Sache. Wir gucken uns auch gleich mal an, was du so alles gemacht hast. Und ich sage jetzt nochmal ganz kurz den Leuten im Chat Hallo und mach so ein paar kleine Standardsachen, damit wir das natürlich auch angesprochen haben. Wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Ich guck mal ganz kurz, wer da alles schon. Ich schreibe immer so viele, ich komme da gar nicht mehr hinterher. Ich muss mal ganz kurz gucken, wer da alles da ist. So, genau. Marien schreibt, auf Jamila freue ich mich schon. Sie macht unglaublich schöne Illustrationen. Schön, dass du da bist, Marien. Stefan ist auch da. Ming, Biene, es sind so viele. Ich werde jetzt nicht alle vorlesen, aber auf jeden Fall, genau, Stefan sehe ich noch. Und Thomas Böttcher, Benjamin. Schön, dass ihr alle da seid. Willkommen zurück zu Adobe Live. Wenn ihr auf YouTube zuschaut, kommt doch gerne rüber auf adobelive.com. Da könnt ihr nämlich mit uns chatten und interagieren. Könnt ihr auch auf YouTube chatten, aber ihr könnt nicht mit uns die coolen Sachen mitmachen, wie zum Beispiel an Verlosungen teilnehmen oder dann Umfragen und direkt hier mit uns im Stream interagieren. Das heißt, wenn ihr mitmachen wollt, dann kommt rüber auf adobelive.com. Ansonsten freuen wir uns natürlich, dass ihr auch auf YouTube dabei seid. Genau, das ist das eine. Ihr könnt natürlich auch jederzeit, wenn ihr jetzt irgendwie einen Stream verpasst habt, könnt ihr natürlich jederzeit auch euch den Stream im Nachgang ansehen. Das ist überhaupt kein Problem, aber wenn ihr natürlich jetzt hier live dabei seid, ist es umso besser, weil dann könnt ihr nämlich der lieben Jamila eure ganzen Fragen stellen. Und das ist ja auch der Sinn der Sache, ne? Dass ihr nicht nur zugucken könnt, sondern auch eben alles, was euch bewegt, alles, was ihr über Jamila und ihr Artwork wissen wollt, dass ihr das alles jetzt hier fragen könnt im Chat. Die meisten wissen das natürlich aus der Community, aber für all diejenigen, die jetzt neu dabei sind, wollte ich das nochmal erwähnt haben. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir doch mal auf deinen Instagram-Channel und gucken uns mal an, was du eigentlich so machst, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Ich switch das mal jetzt ganz kurz hier rüber. Ich guck mal, ob ich das ins Vollbild kriege. Ich bin eigentlich kein Mac-Nutzer, deswegen stelle ich mich hier an wie so ein Idiot. F, beziehungsweise, die Taste. Ah, nee, du bist ja auch, du bist ja jemand. So, alles klar, genau. Dankeschön. Und zack, da sind wir schon auf deinem Instagram-Channel. Cool. Okay, ja, das ist mein Instagram-Channel. Das ist eigentlich der Ort, wo ich am häufigsten poste. Da bin ich sehr aktiv neben Twitter. Oh, das scrollt andersrum. Alles klar, cool. Das können wir umstellen, wenn ihr das... Das ist okay. Das ist ja das intuitive Scrolling oder das Richtige, habe ich gelernt. Ja, das ist immer, ne, wenn man mit Windows vertraut ist, dann ist ein Mac immer eine kleine Umstellung. Anfang und andersrum genauso. Ja. Also verzeiht's ihr. Aber da wird, glaube ich, auch keiner was sagen. man kann schon sehen, ich glaube,
jetzt ist eigentlich klar, dass Anime bei mir ein ganz, ganz großer Einfluss ist. Ja, als ich klein war, habe ich halt so viel Anime geguckt, das ging gar nicht. Sailor Moon war riesig, Dragon Ball, Pokémon, Digimon, alles, was es irgendwie gab. Und ja, dann später auch Filme vom Studio Ghibli definitiv, sieht man auch in den Hintergründen so ein bisschen. Da habe ich mich jetzt letztes Jahr mutig reingewagt. Vorher habe ich immer sehr viel Charaktere gezeichnet einfach, ich habe immer nur Gesichter. Mhm. Und irgendwann habe ich dann angefangen, Körper dran zu zeichnen und jetzt kann ich die schon irgendwo hinsetzen in Umgebungen. Also so weit bin ich jetzt gekommen. Das hier war für Inktober letztes Jahr, da habe ich jeden Tag eine Hexe gezeichnet. Das ist mir so wahnsinnig spannend, dass so viele Illustrationen oder Leute, die im Bereich Illustration dabei sind, dieses Inktober mitmachen. Ich höre das von so vielen. Das ist krass, ja, das ist wirklich riesig geworden. Und ich höre auch von vielen dann immer zur Hälfte des Monats, oh, ich kann nicht mehr, das ist so anstrengend. Ich habe, glaube ich, 20, 25 Illustrationen am Ende gehabt und ich war einfach nur völlig im Eimer. Das ist so krass schwer, das durchzuhalten. Gerade viele machen das ja auch noch neben ihrem Job. Für mich war das dann einfach das, ich habe jetzt gesagt, heute mache ich dieses Tuschebild und das war's. Mhm. Ja. Genau. Ja, Wahnsinn. Ja, ich finde es auch super spannend. Also gerade jetzt hier die Illustration, die du ja auch zeigst und auch die mit die am Bahngleis oder auch mit der Dame, die den Hund dann hinter sich hält. Ja, es ist schon natürlich so ein bisschen Studio Ghibli, aber auch, es geht auch generell so ein bisschen in die älteren Anime- und Manga-Zeichnungen. Also ich denke auch so ein bisschen an Dragon Ball, jetzt gar nicht mal von den Gesichtern her, weil er hat ja auch einen eigenen Stil gehabt, aber einfach von dieser Atmosphäre her, ja, ne, es ist einfach viel detailgetreuer. Wenn man sich das heutzutage ansieht, ist es ja auch alles auf Masse gemacht und man verwendet möglichst wenig Detail, sondern mehr Flächen. Und das ist einfach schön zu sehen. Ne? Und ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich glaube, wir sind alle gespannt, was wir über die nächsten 3 Tage sehen werden. Ich gucke mal ganz kurz immer wieder in den Chat rein, also nicht wundern, ne? Ich höre dir immer zu. Genau, Christine hat auch geschrieben, alles schön, und Stefan schreibt Hammerbilder. Felix ist auch dabei, schön, dass du da bist, Felix, hi. Und Marina hat noch geschrieben, ich habe mir kurz vor unserer Japan-Reise noch ein paar Poster bestellt von Jamila. Oh, cool. Oh, danke schön. Ja, und es ist so schön, hat sie geschrieben, es hat mich sofort angesprochen und ich musste es kaufen. Wenn wir wieder da sind, hänge ich sie in meinem Arbeitszimmer auf. Sehr cool. Oh, ich freue mich immer über Fotos und sowas. Also, wenn du Lust hast, gerne. Ja, es ist auf jeden Fall immer sehr spannend. Düster Kid schreibt auch, super schöne Illustration, genau mein Ding, mit Herz sogar. Oh. Direkt mal folgen. Danke. Genau. Aber sehr schön, wie gesagt. Und ja, ich hoffe davon auch noch ein bisschen was sehen zu können, beziehungsweise wir, denke ich mal. Und man, was man vielleicht noch zeigen kann, du hast ja auch bei unserem coolen Contest mitgemacht. Ja. Ne? Das sieht man nämlich auch da. Vielleicht magst du den mal kurz aufmachen. Natürlich. Bis 26. April könnt ihr noch mitmachen beim Contest. Das war gar nicht gestellt. Vielen Dank dafür. Bitte. nee, das ist total cool. Da durfte ich jetzt für Adobe quasi meine eigene Interpretation von dem Billie Eilish When We All Fall Asleep Contest machen. Und man hat dort auf der Website, wenn ihr den Link anklickt und so, ist alles auf meinem Instagram-Profil oder auf billyxadobe.com. Da hat man dann so ein Asset-Pack, was man sich runterladen kann, und dann sind da so eine Form drin, so sieht ein bisschen aus wie irgendwie Blasen oder ja, je nachdem, wie jeder das so interpretieren möchte. Und für mich sah es eben aus wie so eine Wassereffekte, und das habe ich dann eben in dem Bild verarbeitet. Also ich hatte überlegt, ob ich ein bisschen dunkler gehe, weil viele auch tatsächlich so ein bisschen einen dunkleren Ansatz gewählt haben, aber ich dachte mir, ach komm, ich bin eigentlich eher so ein hellerer Typ von meinen Illustrationen her, deswegen habe ich jetzt das dann als Bild gewählt. Ich finde es auch klasse, vor allem es ist ja auch, das Ziel des Contests ist ja auch gewesen, dass jeder das sehen sollte, was er selbst und sie selbst drin sieht, und von daher, wenn das eben das war, was du gesehen hast, ist es ja genau richtig. Ne? Ihr habt übrigens, genau, wie Jamila auch schon gesagt hat, natürlich noch die Zeit, selbst mitzumachen. Bis zum 26. April. Da müsst ihr einfach nur, vielleicht kann der Tim das gleich mal in den Chat reinschreiben, die Adresse. Aber ihr seht es ja wahrscheinlich auch hier auf dem Post. Genau, ihr könnt auf jeden Fall selbst mitmachen, da kann man super coole Sachen gewinnen. Auch unter anderem ein VIP-Ticket zu, ich glaube, einem Konzert von Billie Eilish. Nagelt mich nicht drauf fest, ich weiß nicht mehr 100%, aber sowas in die Richtung, glaube ich, kann man auf jeden Fall gewinnen. Und ich glaube, wir haben auch schon über 3500 Einsendungen, was auch nicht zuletzt dank dir ist und allen anderen, die natürlich dann mitgemacht haben. Ist aber auch super cool. Vielleicht können wir nochmal ganz kurz, wenn du 2 Sekunden hast, können wir uns nochmal ganz kurz angucken, was die anderen beiden gemacht haben, die bei uns. Hast du dir die angeguckt mal? Ich habe mir das eine definitiv angeguckt. Das habe ich auch auf dem... Nee,
von einem Mädel. Ich habe hier auf dem Hashtag habe ich das hier gesehen, auf alle Fälle. Ah, sehr schön. Aber ansonsten, das war das hier, ne? Ja. Ja. Müsste das sein. Ja, genau. Sarah. Das ist das eine. Mhm. Auch sehr, sehr schön. Ich finde es halt cool, was man einfach, also für diejenigen, die es jetzt nicht mitbekommen haben, man hat praktisch wie so eine Art Vorgabe, ist es jetzt nicht wirklich, aber so eine Art Asset-Liste an Sachen, die man mitbenutzen also kann. Eine Sache sollte man irgendwie als Teil mit reinbringen. Und man ist dann wahnsinnig frei, ne? Weil jeder sieht ein bisschen was anderes mit unter diesem Motto. Und das war jetzt eben von der Sarah. Ne? Und genau, dann haben wir noch den Lasse gehabt. Nicht Lasse. Ja, wenn du oben in der Suchleiste eingibst, kann ich den mal direkt sagen. Kann man es vielleicht schon mal kurz angucken. Lasse. Lasse Designen heißt der. Auch cooler Name. War übrigens auch schon mal bei uns bei Adobe Live. I see what you did there. Genau, der macht ganz viel im Bereich Compositing. Und das hier müsste es sein. Ah ja, das ist auch cool. Genau. Auch wahnsinnig schön. Ist auch wieder schön. Was ganz anderes, ne? Ja. Wahnsinnig schön. Genau, und das andere war das hat er nämlich heute gepostet, der Just Chan. Das ist ein YouTuber, der aber auch wahnsinnig begabt ist im Bereich Compositing. Auch noch hin? Auf YouTube, ja. Oder? Nee, hier. Ach, kannst hier du auch. Einfach. Er hat auch auf Instagram gepostet. Just Chan mit 2 A, C-A-A-N. Genau. Das hat er nämlich auch gepostet. Das allererste. Oh. Das ist auch sehr cool. Ja. Man sieht einfach, wie schön das ist, dass jeder so seine eigenen Vorstellungen hat, was dann eben passiert unter diesem Tag sozusagen. Auf jeden Fall sehr schön. Und genau, wie gesagt, bis zum 26. habt ihr Zeit, aber jetzt mal genug davon. Genau, wie gesagt, das ist einfach eine coole Kooperation, finde ich, mit Billie Eilish. Für diejenigen, die sie jetzt nicht kennen, ist auch ist eine Künstlerin, eine Sängerin, die in den letzten Monaten, ich würde sagen im letzten Jahr sogar, sehr, sehr berühmt geworden ist, weil die echt coole Songs macht. Und genau, schaut mal rein, wenn ihr Lust habt, nur mal so am Rande, aber genau. Gehen wir wieder zurück zur Jamila. Hoho. Genau, sehr cool. Also Studio Ghibli und Co. Der Oldschool-Manga-Anime-Style gefällt mir sehr gut. Ich glaube, euch auch. Zumindest zu dem, wenn man das jetzt sich hier anguckt im Stream. Und genau, Stefan schreibt, also nach Jamilas Bild ist ja die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen rapide gesunken. Ja gut, also ich meine nicht mit. Ja, genau. Das sollte nur Anreize sein. Also die praktisch in unserem Namen da mitgemacht haben, es wäre ein bisschen unfair, wenn die jetzt gewinnen würden. Wir haben auch viel geschrieben, viel Glück, ich hoffe, du gewinnst. Ich so, das ist voll lieb, aber nee, lass mal, gut. Eigentlich hättest du Nein sein müssen, trotzdem teilnehmen müssen. Das wäre natürlich lustig gewesen. Wie komme ich denn hier wieder raus? Oh was willst du machen? Einfach zumachen, das oben Fenster. Links in die Ecke. Ach, da kommt's genau. Wieder, okay. Ja, das ist so ein bisschen versteckt, weil du vorhin warst. Alles klar. Genau, und jetzt gucken wir uns mal an, was du uns heute mitgebracht hast. Du hast ja schon ein bisschen vorgearbeitet. Ja. Na? Ja. Genau, vielleicht magst du ein bisschen was dazu erzählen? Ja, und zwar, das ist eine Illustration, dazu habe ich die Skizze auch schon auf Social Media gepostet, auf Instagram und Twitter findet man die auf jeden Fall schon. Mhm. Und es ist einfach so ein bisschen so eine Hommage daran, als ich noch klein war und mehr Zeit in der Natur verbracht habe als heutzutage. Heute sind sie hier so vor dem Computer den ganzen Tag. Und damals habe ich aber in Feldern und Wiesen und Wäldern gespielt und habe dann immer Grashüpfer mir angeschaut und habe dann die auf meine Hand krabbeln lassen und so. Und da habe ich halt sehr schöne Erinnerungen dran, tatsächlich an diese Sommer damals auch. Und das wollte ich jetzt ein bisschen hier mit verpacken. Sehr cool. Ich bin sehr gespannt. Und du hast das jetzt auch vorgezeichnet, hast du ja erzählt mir gestern, einfach aus dem Grund, weil das von der Zeit her sonst ein bisschen auch knapp werden würde. Ne? Und ich bin... Oh, so Skizzieren mit Unterhalten und allem drum und dran, Skizzieren ist für mich immer der Teil, der wirklich ganz, ganz viel Leistung frisst. Und da muss ich mich vollends konzentrieren, damit da irgendwas draus wird. Und deswegen dachte ich, ich zeige einfach mal den Teil, der dann schon so ein bisschen, wo schon das Größte fertig ist und entschieden ist vom Bildaufbau her, aber wo ich dann die Farben reinsetze. Und das verändert ja auch nochmal ganz viel. Da kommt in die Stimmung rein und so weiter. Deswegen dachte ich, es wäre vielleicht auch interessant und ich habe aber auch die Schritte, die ich vorher gemacht habe, schon noch grob mitgebracht, dass man das ein bisschen nachvollziehen kann. Sehr, sehr cool. So. Ja. Im Endeffekt, bitte? Oh, soll ich die da mal zeigen? Oder ja, klar, gerne. Ja. Ja. Zeig gerne. So, wie komme ich wieder auf den Desktop? So, okay, cool. Genau, hast du deinen eigenen Ordner. Solange gucke ich noch mal kurz in den Chat, es gab nämlich noch ein paar Fragen schon mal. Na klar. Genau, der Wolfgang hatte eben gefragt, wird Adobe auch auf der Comics und Games 2019 in Luca vertreten sein? Ich glaube nicht. Also nicht, dass ich wüsste.
müssen wir mal den Rufus fragen. Rufus, ja. Weißt du das zufällig, ob wir auf der. Ich bin voll aus dem Konzept gebracht. Auf der Comic und Games in Lucca sind wir da Lucca? Zufällig? Ja, nein. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, ich glaube nämlich auch nicht. Wäre schön. Wäre schön, aber ich bezweifle, dass wir da jetzt dieses Jahr vertreten sein werden. Vielleicht mal irgendwann. Man weiß es nicht, aber schauen wir mal. Lucca Comics. Lucca Comics? Heißt das so? Also stand nur Lucca hier. Ich weiß es nicht, aber ja, kann gut sein. Ja, der Rufus kommt ja auch aus Florenz. Der lebt ja da, deswegen habe ich mir gedacht, ich frage mal den Mann, der in Italien lebt. Gut, ich guck mal ganz kurz. Du kannst ruhig schon, du kannst gerne mal das machen. Okay, das ist immer so, wie bei mir alle Illustrationen anfangen. Erstmal mit so einer ganz groben Skizze, einfach wo soll was hin, welche Form hat das ungefähr. Und ich benutze dafür immer ganz fette Brushes und in sehr hellen Tönen, damit ich das so ein bisschen mehr vorstellen kann, wo dann die präziseren Linien hinkommen. Und dann kommt der nächste Schritt, dass ich quasi das Fenster hier zumache und ein neues Fenster aufmache. Nochmal mit einem kleineren Pinsel reingehe und das dann ausarbeite. Also das entsteht nicht einfach so aus dem Nichts, sondern ich brauche dafür schon noch den Schritt davor, dass ich das erstmal alles ganz grob einzeichne. Und dann ist das nächste, woran ich dann heute auch weiterarbeite, dass ich nochmal ein bisschen feinere Linien mache. Wenn man das jetzt vergleicht, ist das hier schon nochmal ein bisschen dünner mit noch einer kleineren Pinselspitze darüber gezeichnet. Und du hast jetzt auch den Charakter, mal so eine kurze Frage vorab, haben deine Charaktere auch Namen? Gibst du den Namen? Da nicht, nö. Also ich habe so ein Projekt, woran ich immer arbeite, da habe ich die Protagonistin, die heißt Lee. Und das ist immer schon cool, wenn ich das zeichne, das ist dann so, die kenne ich und cool, freue ich mich. Aber ansonsten, nö. Ich habe eine Backstory, wie die so sind und alles. Das informiert ja auch das Bild, wie das alles wird, so die Körpersprache und so weiter. Das fließt ja da alles mit rein. Aber Namen gebe ich jetzt nicht. Ich kann mir sowieso keine Namen merken, auch im echten Leben. Deswegen bringt das wahrscheinlich eh nichts. Okay. Aber, also die Story überlegst du aber schon vorher. Also, ja. Also erst kommt die Story und dann kommt das passende Bild dazu, genau, dass diese Story einfängt. Ja. Das ist super cool. Ja, schön. Und du hast jetzt auch hier die Protagonistin auch schon grau eingefärbt. Darf ich dich fragen, warum? Klar. Klar, aber ich beantworte es nicht. Pech. So, also, nee, ich kann ja mal hier in meine Ebenen reingehen. Was ist das denn eigentlich? Das brauche ich nicht. Kann ich das zumachen? Du kannst das auf... Und jetzt habe ich was Neues. Okay, das kann das auch brauchst weg. Du auch nicht? Okay. Nö. Wenn dann Lorena nach mir das braucht, dann tut es mir voll leid. Dann musst du das wieder Lorena suchen. Sorry. Ich habe es jetzt erstmal zugemacht. So die Ebenen, okay. Und zwar, hier ist ich mache immer einen Ordner für alles. Hier ist der Charakterordner, da habe ich die Linien drin. Und dann habe ich hier diese Basisfarbe drunter. Und das mache ich einfach, weil ich den Charakter trenne vom Hintergrund. Mhm. Wenn ich den Hintergrund male, ist das immer unten drunter. Und das heißt, ich kann dann, was ich jetzt gleich auch machen werde, wenn ich jetzt hier mir eine Farbe nehme, ich nehme jetzt einfach mal irgendeine, das wird nochmal anders. Wenn ich jetzt hier male, dann kann ich gleich, dass ich nicht den Charakter mit ausmale, sondern kann das einfach separat handhaben. Und das finde ich ganz praktisch. Und das mache ich gleich am Anfang, damit ich das später nicht noch machen muss. Ich habe hier auch Teile ausmaskiert, damit es quasi so aussieht, als wäre der Hintergrund vor dem Charakter, wo es eigentlich drunter liegt. Mhm. Also der ist jetzt hier, das ist hier drunter. Da kann man auch, so wäre es jetzt quasi ohne die Maske nochmal. Und dann habe ich hier noch ein paar mehr Teile ausmaskiert. Das ist einfach einfacher für mich. Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, du arbeitest ja anfangs mit Flächen, beziehungsweise jetzt mit Flächen, ne? Und dann geht es mehr ins Detail. Ich bin echt mal gespannt, wie du das aufbaust. ich wollte das schon immer mal sehen, ne? Wie man dann wirklich dann diesen Effekt erzielt. Das ist dann wie bei, so wie bei Studio Ghibli oder auch in diesem Style. Gibt es da einen bestimmten Namen dafür, für diesen Stil? Nö. Also es ist schon eher realistisch, aber es hat halt so ganz gesättigte Farben. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich nenne es immer Studio Ghibli-Style, ja, weil dann irgendwie jeder nicht, so weiß, ja. Was... Ich wollte halt nur nicht sagen, irgendwie, eigentlich ist ja der Jamila-Style bei dir. Also, wir wollen mal der Realität nicht irgendwie schaden wollen. Irgendwas wollte ich gerade sagen.
was ich gesehen habe. Genau, es kam eine Frage im Chat und die fand ich ganz interessant. Du arbeitest jetzt normalerweise mit deinem Grafiktablett, du hast ja jetzt hier dein Wacom Intuos. Wie ist das? Arbeitest du auch manchmal auf dem iPad oder mobil? Nee, habe ich gar nicht. Hast du gar nicht? Ich habe noch einen alten Laptop, da gucke ich immer Netflix drauf und so. Und solange der nicht kaputt geht, kaufe ich mir kein neues kleines Gerät. Ja, ich muss mal alles erstmal total kaputt machen, wie hier auch mein Smatschka. Ja, warum nicht? Ich meine, wenn du es ja so hinbekommst und auf deinem Gerät noch alles funktioniert, warum nicht? War eben einfach nur eine Frage aus dem Chat und das fand ich ganz interessant, weil es gibt auch ganz viele Artists, die eben auch auf beiden Sachen einfach abwechselnd ein bisschen arbeiten. Der Percy Chan, vielleicht kennst du den, der arbeitet zum Beispiel nur auf iPad. Der arbeitet auch so krass. Also wenn man von dem so einen Prozess anguckt, denkt man sich, was machst du da? Ne? Ja. Würde ich wahnsinnig werden, aber er macht das so gut. Ja. Aber es sind halt natürlich ganz unterschiedliche Ansätze, deswegen hätte ich es interessant gefunden, wenn du es jetzt auch noch machen würdest. Mhm. Und genau, eine andere Frage, die kam von, oh Gott, der Chat, der explodiert heute. Ich muss immer hoch swipen. Genau. Ah, die Christine hatte geschrieben, ich zeichne alle Comics in Illustrator und im Bundestag wird gerade ein Comic ausgestellt. Adobe kann das... Ach so. Okay, das ist nochmal ein anderes Thema. Adobe kann das Thema doch nicht verpassen. Was? Das musst du uns mal ganz genau erklären. Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, wie das mit dem Bundestag jetzt in Relation steht, aber okay, klingt auf jeden Fall interessant. Und Benjamin Sterzenbach hat noch gesagt, schon allein die Skizze sieht super aus, du eben gezeigt hast. Also sehr, sehr cool. Du kannst gerne anfangen. Ich will jetzt auch gar nicht so viel reden. Ich gucke nur immer wieder, ich würde es jetzt einfach so machen, dass ich einfach die Sachen aus dem Chat vorlese, wenn irgendwas kommt. Ja. Und genau, wenn ihr Fragen habt, natürlich jederzeit einfach in den Chat schreiben. Und ich gucke dann, dass ich das der Jamila vorlese und genau. Und ich gebe mir Mühe, dass ich einfach weiterzeichne und nicht rüber zu dir gucke. Also es ist nicht unhöflich gemeint, es ist einfach gut. So. Bevor ich anfange, ist noch ein Punkt, der wahrscheinlich relativ wichtig ist, was viele Leute... Also es ist manchmal auch so ein bisschen umstritten, aber für mich ist es wichtig, wenn ich was Realistisches malen will, brauche ich Vorlagen aus der Realität. Also für mich ist ein Teil, der wirklich mit am meisten Spaß macht an dem ganzen Prozess, so Pinterest browsen und dann Bilder suchen und gucken. Für mich ist das auch so ein bisschen ein Collagenprozess tatsächlich teilweise. Wenn ich mir so ein Bild plane, weiß ich, wie es aussehen soll in meinem Kopf. Aber um die Einzelteile dann überzeugend darzustellen, suche ich mir einfach gerne Vorlagen zusammen oder pose auch selber für die Charaktere dann, dass es auch wirklich, dass ich weiß, wie es aussehen soll und dass ich nicht da stundenlang damit verschwende, rumzuprobieren und wie könnte das denn sein? Ich mache einfach ein Foto, es dauert 5 Minuten und dann habe ich das. Und eigentlich habe ich es auf dem zweiten Bildschirm zu Hause, aber jetzt habe ich es ganz oldschool ausgedruckt und mitgebracht. Das ist hier, ne? Genau, ich würde jetzt einfach mal ganz kurz hier rüber switchen auf unsere GoPro. Da kann man das nämlich schön sehen. Genau, also hier habe ich jetzt ganz viele Bilder von Blumen. Die werde ich alle nicht 1:1 irgendwie abmalen, das ist auch viel zu detailliert, aber einfach zum Informieren, ich habe das gerne neben mir. Ich gucke da auch nicht die ganze Zeit drauf, aber es ist einfach schön, das zu haben, genau. Bisschen direkter wird es dann bei den Charakteren jetzt hier, das Gesicht von dem Mädel, habe ich auch ein bisschen abgewandelt, aber man sieht schon, das bin ich. Dum, dum, dum. Krass. Und da habe ich halt das Licht und die Pose, das möchte ich da rausziehen. Und hier habe ich halt das Gesicht von dem Mädel. Man sieht auch, wenn man sich die Skizze anguckt, nochmal, ich habe die Haare ein bisschen... Ich habe den Gesichtsausdruck nochmal ein bisschen verändert, weil ich den so einfangen wollte, wie ich ihn in meiner ganz groben Skizze hatte. Und hier habe ich halt auch einen Grashüpfer, den ich niedlich fand. Und hier dann als Erinnerung, so mit, dass ich hier noch so ein bisschen Lichteffekte mit reinbringen will, habe ich hier das Bild. Also es sind halt immer ganz, ganz verschiedene Sachen. Das ist nicht, dass ich mir ein Bild suche und male das komplett ab, sondern es ist tatsächlich ein bisschen wie eine Collage für mich, einfach diese Vorbereitungsarbeit. Und dann benutze ich das, um mein Konzept zu informieren und realistischer zu gestalten. Sehr cool. Aber das ist auch eine schöne Methode, sich Inspiration zu holen und vor allen Dingen auch der Realität nahe zu sein. Ich meine, dein Stil beinhaltet ja auch, dass es sehr naturgetreu ist, ne? was deine Zeichnung angeht. Von daher ist es ja auch nur, es ist eigentlich schon der möglichst logische Weg zu sagen, ich orientiere mich an der Natur. Ja, sehe ich halt auch so, genau. Es kommt dann immer mal ab und an jemand daher, der sagt, nein, das ist nicht richtig so. Und ich denke, aber die meisten professionellen Leute, die sowas machen, machen das einfach. Sie machen da richtige Model-Shootings und alles. Wow. Ja, aber wenn es hilft, ich meine, jedem das Seine, ne? Also warum nicht? Ich würde jetzt die GoPro hier auf deinen
auf dein Tablet mal stellen, dass man dir nebenbei auch so ein bisschen zusehen kann, wie du zeichnest, wenn das okay ist. Klar. So, und ich würde vor allen Dingen noch eine Sache machen, nämlich diese Taskleiste hier ausblenden wollen, damit man das nicht die ganze Zeit sieht und du nämlich hier ein bisschen besser arbeiten kannst. Schön, danke. Na, so, dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Platz. Vielleicht können wir es auch oben noch ein bisschen, sorry, ich will dir jetzt gar nicht hier reingreifen. Alles gut, ich habe Zeit. So, hast du wie lange Zeit haben wir denn eigentlich? Oh, schon ganz gut. Ja, wir haben noch ein bisschen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Guck, wie weit ich komme, ich bin gespannt. Es wird jetzt halt der Teil, der eigentlich immer am längsten dauert, aber der mir auch mit am meisten Spaß macht, muss ich sagen. Das Skizzieren ist immer ein bisschen nervenaufreibend, aber wenn ich das dann hier habe, dann denke ich mir so, ich kann erstmal ein paar Stunden hier Blümchen malen, das ist gut. Genau, dann fangen wir mal an. Ich habe schon die ersten Fragen für dich parat. Oh, cool. Und genau, du kannst dir dann zwischendurch auch mal so ein bisschen erzählen, was du machst, weil das ist immer ganz, ganz spannend für die Community. Genau, nächste Frage kam von Stefan. Hast du Künstler als Vorbild oder nutzt du auch Twitch? Das sind sogar zwei Fragen direkt. Twitch habe ich einmal gemacht. Da habe ich auch skizziert und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, nee, das ist so stressig. Also jetzt mal so für so ein spezielles Event, wenn ich auch dich habe, der hier den Chat liest und alles, ist das total cool. Aber für mich war das einfach zu viel. Ich habe dann immer in den Chat geguckt und habe gezeichnet. Und da konnte ich mich einfach nicht so wirklich auf mein Bild konzentrieren. Das fand ich dann schade. Ich dachte mir, wenn ich jetzt immer nicht so gute Bilder zeichne als Resultat, dass ich einfach streamen will, dann lohnt sich das nicht so wirklich für mich. Mhm. Was war denn die andere Frage? Die andere Frage war, ob du einen Künstler oder eine Künstlerin als Vorbild hast. Also ich habe ja schon von Studio Ghibli erzählt und da gibt es halt einen Artdirektoren und Hintergrundmaler, der so schöne Sachen macht, das ist Kazuo Oga. Oh, okay. Ja, der ist großartig. Oh. Und was Charaktere angeht, auch gerade die Proportionen und so, das ist Ian McCaig, den ich da ganz, ganz toll finde. Der macht so Bleistiftzeichnungen größtenteils. Mhm. Hat auch, das ist der, der die Konzepte entworfen hat für Star Wars hier, Darth Maul und Queen Amidala hat ja so die Gewänder und so gezeichnet. Also wenn man sich von dem Bleistiftzeichnungen anguckt, die sind genial. Oh, ich bin... Sehr schön. Das ist doch sehr schön. Ja, Twitch ist auch immer ein bisschen schwierig, ne? Also da dieses Multitasking, ich glaube bei manchen Bereichen, ich meine ursprünglich ist ja Twitch für Gaming, für den Gaming-Bereich konzipiert gewesen und da funktioniert es natürlich relativ oder in Relation einfacher, dass man sagt, okay, ich zocke jetzt hier und rede ein bisschen was zwischendrin, obwohl es auch schon Übung erfordert, ne? Dass man da wirklich dann auch an der Stange bleibt und redet. Aber dann noch zeichnen, wo man wirklich aktiv mit dem Finger präzise Linienführung machen muss und sich richtig konzentrieren muss, das ist natürlich auch nur ein bisschen schwieriger. Kann ich also voll und ganz verstehen. So, und ich sehe, irgendwie ist hier so eine kleine Diskussion hier aufgelaufen. Also, Freunde, macht euch keinen Stress. Wir sind ganz entspannt hier auf Adobe Live. Ne? Und genau, wer sich den Instagram-Channel, den hier der Lord F. gezeigt hat, anschauen will, der kann das natürlich gerne tun, aber genau, lasst uns doch einfach hier auf das konzentrieren, was die liebe Jamila hier macht, nämlich dafür sind wir doch eigentlich alle da. Ne? Kein Stress, nur Liebe und Blumen und eine Heuschrecke, Grashüpfer. Ja. Eins von beiden wird sein. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Heuschrecken sehen ein bisschen anders aus. Das sind diese gelben, oder? Die so ein bisschen aggressiver aussehen. Oh. Diese großen. Machen die auch Geräusche? Welche sind denn das, die Geräusche machen? Das sind Grillen, glaube ich. Grillen, oh Gott. Ich glaube, Heuschrecken machen, weiß ich nicht, ob die. Ich glaube, können die auch? Oh, keine Ahnung. Ah, man sieht, ich habe total Ahnung von dem, was ich bezeichne. Ich muss ja nur wissen, wie es aussieht, ne? So. Ich muss ja nicht fundiertes Hintergrundwissen. Stefan schreibt, Adobe Channel auf Twitch wäre doch was mal. 24 Stunden Chat-Stream. Ja, genau, so sehe ich aus. Danke, Stefan. Also, 4 Stunden am Tag sind auch schon eine Nummer, mein Lieber. Aber 24 Stunden wäre dann auch schon echt. Vor allem gehen uns ja dann irgendwann die Gäste aus. Wen sollen wir denn da irgendwann hinstellen? Ja, einfach immer denselben. 24 Stunden lang. Freut sich. Genau, wir machen das wie beim Kika-Channel, wenn dann Bernd das Brot dann da sitzt und dann irgendwie stundenlang einfach den Alleinunterhalter spielt. Die ganze Nacht Bernd das Brot. Ja, und die Sina ist übrigens auch da. Schön, dass du dabei bist, Sina. Die hatten wir nämlich beim letzten Mal im Stream. Ach, Sina cool. Domke zum Bereich Hallo. Fotografie.
Und ich finde das ganz lustig, dass sie jetzt geschrieben hat. Richtig schöne Illustrationen hast du da und auch einen neuen Follower jetzt. Nutzt du auch Bilder von Fotografen als Vorlage oder illustrierst du immer nur deine eigenen Konzepte? Also ich vermeide das eher. Also ich, klar, es sind ja hier alles Bilder von Fotografen, ne? Die Fotografien. Hat ja irgendwer geschossen, aber wenn ich jetzt da jemanden habe, der so ein Shooting gemacht hat komplett und hat da sein Herzblut reingesteckt und das gemacht, dann nehme ich das nicht einfach als Illustration. Dann finde ich das irgendwie blöd. Das ist ja nicht mein Gedankengut. Ich gucke, dass ich einfach Teile rausnehme und die dann für mich repurpose. Mir fallen manchmal deutsche Wörter nicht ein. Kein Problem. Eine kurze Frage. Können wir dich ein bisschen nach rechts schieben mit allem? Ja, klar. Ich habe gerade eben Feedback bekommen, dass du vor dem Mikro stehst und dann genau, wollte ich ein verstecken, ne? So, ich hoffe, das stört jetzt nicht mehr so. Die wollen dich ja alle sehen. Die wollen dich ja alle sehen. Genau, und sorry, falls ich jetzt irgendwie ein, zwei Fragen übersehen habe, gerne nochmal in den Chat schreiben. Es ist im Moment echt so viel, gerade im Chat, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme. Es sind so viele spannende Sachen, die hier auf einmal passieren. Also gerne einfach nochmal schreiben. Sorry, Ming, ich habe es eben gelesen. Genau, aber cool, dass die Sina auch da ist, weil, das fand ich nämlich ganz interessant, du hast ja jetzt eben am Anfang schon erzählt, dass du auch so ein bisschen storybasierende Sachen dir überlegst vorher, bevor du zum Zeichnen anfängst. Und die Sina hat tatsächlich uns beim letzten Stream gezeigt, wie sie eben ihre Fotografien in so eine Art Storytelling mit einbindet bzw. umbaut. Und da geht sie ähnlich vor. Das fand ich jetzt ganz interessant, cool. dass man das eben auch in den Parallelen hat, egal ob es jetzt Illustration ist oder Fotografie. Mhm. Also sehr, sehr schön. Genau, Voldemort schreibt, Grashüpfer ist eine Unterart der Heuschrecke, also einfach nur speziell. Ah, alles klar. Again what learned. Ja, danke zum dafür. Glück haben wir Leute, die hier Ahnung haben. Genau. Ich erzähle mal eben ganz kurz, was ich hier mache. Gerne. Die Basisfarben, die ich immer benutze, also ich fange eigentlich immer mit Grau an. Ich habe das jetzt hier auch schon alles eingeblockt gehabt, die Flächen, die ich brauche. Und was ich dann mache, ist einfach, ich benutze hier Command U oder Steuerung U auf dem PC und dann geht das Hue Saturation Fenster auf und dann schiebe ich das hier einfach immer hin und her und suche mal dann, ich kann ja mal gucken hier, das verändert sich halt, dann kann ich gucken, was ich für Farben will und kann mehr Sättigung oder weniger Sättigung nehmen und dann finde ich so meine Basisfarben und wenn ich es nochmal ein bisschen tweaken möchte, dann mache ich nochmal Color Balance und dann gehe ich nochmal rein mit ein bisschen mehr Pink oder so, ne? Das ist immer für mich so der Standardpunkt. Irgendwas Komisches habe ich gerade gemacht. So. Aber ich wusste eigentlich schon von vornherein, dass ich das Mädel mit roten Haaren haben wollte. Weißes T-Shirt und jetzt hier grüner Hintergrund. Und jetzt gehe ich hier in meine, meinen Ordner zu erstmal. Das brauche ich gerade nicht. Und dann gehe ich jetzt hier wieder in meinen Hintergrund, in meinen Hintergrundordner rein und dann lege ich jetzt hier noch weitere Farben drüber über das Grün. Ja, mal gucken, wie das wird. Das ist cool. Ich überlege gerade, ich sehe nämlich gerade, machen wir das am besten. Hast du deinen. Nee, das macht keinen Sinn. Nee, ich finde es immer nur ganz cool, wenn man die Ebenen zeigen kann. Und wir sind halt mit der Kamera natürlich davor. Jetzt überlege ich gerade, wie wir das am besten machen. Aber. Ja, das kriegen wir schon so hin. Ich finde es aber auf jeden Fall sehr interessant, dass du auch deine Gruppen farblich sortierst. Also jetzt hast du hier auch schon Farbmarkierer reingemacht. Kenne ich eigentlich so. Schon, aber weniger, ne, so bei After Effects oder so machen das ganz viele zum Sortieren. Aber finde ich sehr cool. Finde ich sehr, sehr cool. Ich bin Organisationsfreak, das kommt in alle Bereiche meines Lebens wieder, auch hier. Gerade beim Zeichnen, ich teile halt auch immer meine Photoshop-Dateien mit meinen Patrons. Und ich möchte schon gern, dass sie sich da auch durchfinden. Seitdem bin ich da immer noch ein bisschen mehr bemüht, das ordentlich zu machen, sage ich mal. Sehr schön. Noch ein bisschen heller. Ja, man sieht auch immer, ich lege jetzt hier eine Farbe rein und dann denke ich mir, ist nicht so ganz das. Und dann mache ich wieder dieses Hue Saturation Fenster auf und mache das dann nochmal heller oder dunkler, je nachdem. Und ich arbeite immer gern mit zwei Fenstern offen. Einmal eins, wo ich ein bisschen reingezoomt bin. Nicht so doll jetzt gerade, weil ich erstmal nur die Basisfarben mache. Aber, und hier daneben nochmal ein kleines. Einfach weil hier oben, weiß nicht, das ist mir zu klein. Ich gucke hier gerne da rein. Der Navigator reicht hier nicht, ne? Nee, irgendwie nicht. Und dann habe ich hier auch immer diesen roten Rahmen drum, wenn ich reinzoome gerade. Das stört dich. Ja. Und, Du kannst dein Bild auch einfach dreimal sehen, ist auch schön. Ja, ne? Ja, man kann hier ja auch reinmalen, das geht ja auch.
in das ganze Bild. Und ich mag das immer nicht so rein und raus zu zoomen wie so eine Verrückte. Das, ja, da sehe ich auch manchmal Prozessvideos von Leuten, so ein Timelapse, und dann geht es so. Und denke, oh Gott, okay. Ja, ich gucke auch ab und zu mal in den YouTube-Chat, weil da kommen jetzt auch noch ein paar Fragen. Wie gesagt, kommt gerne auf adobelive.com, da könnt ihr mit uns auch die ganzen coolen interaktiven Sachen mitmachen. Aber natürlich, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das entweder auf adobelive.com oder auf YouTube stellen. Ich gucke immer mal wieder bei YouTube rein, aber genau, eher halt auf adobelive.com. Und der Ümit hat eben gefragt, die Farbpalette, die du jetzt oben hast, beziehungsweise hier der Kreis, den gibt's ja. Hat er gefragt, ob man den auch in CS6 hat. Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Nee, ich habe nämlich CS6 genau, zu Hause und da gibt's den nicht. Hatten. Ich habe so eine Extension mir gekauft, die, wie heißen die? Irgendwas mit Color Wheel, muss man googeln. Mhm. Und dann kannst du das noch extra kaufen und installieren. Aber ja, genau. Wenn du die neueste Version hast, dann brauchst du das nicht, da ist das gleich dabei. Genau, und Tim hat auch schon ganz, also Tim ist unser Moderator übrigens, der Tim hat auch ganz richtig schon geschrieben, dass er es seit dem Photoshop-Update 2019 gibt, was aber auch ganz schön ist, weil das natürlich gerade im Bereich Illustration sehr, sehr hilfreich sein kann. Ja, auf alle Fälle. Ich will darauf nicht mehr verzichten, auf das Ding. Ich finde das großartig. Addictive. Ja. Ja. So. Und jetzt gucke ich nochmal. Toni hat eben nochmal gefragt, wie hieß der Künstler, den du in Bezug auf Star Wars erwähnt hast? Hab ich jetzt auch Ian McKay. Ach, der. Der Monsieur. Ja. Also IanMcCaig. IAIN. Ja. Echt? Ian. Wow. Ja. Schon nicht gehört. Oder bin ich jetzt. Doch, ich glaube, ja. Ich google das mal. Ich google ist das richtig, mal. Ne? Lorena sagt auch, ist richtig. Ja. IAIN. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin mal gespannt, wie man das ausspricht. McCain. McCaig mit G. McCaig. Ja, ja, ich habe in den letzten. Achso, okay. Okay. C-A-I-G. Mhm. Ach, ja. Ja, ich sehe es gerade hier. Genau. Ach, so schön. Die Bleistiftzeichnungen haben so viel Charakter. Ja. Geht mir das Herz auf. The Art of. Ich poste gleich mal einen Link. Das ist schon ganz cool hier, auf jeden Fall. Und der ist halt so einer, ja, der ist halt auch ein richtiger Veteran. Und von dem findet man leider auch nicht so viel online. Also es gibt so ein paar Videos. Ist auch ein wahnsinnig positiver Mensch. Immer wenn ich mal mich nicht so gut fühle und mir denke, kein Bock auf Zeichnen, da gucke ich mir ein Video von dem an und ist so, oh mein Gott, der hat so viel Spaß daran und jetzt habe ich auch voll Bock. Also ist ansteckend. Kann ich nur empfehlen. Marie muss jetzt leider schon wieder weg ins Onsen. Ach, na das ist doch auch nicht schlecht, ja, oder? Gönn dir mal. Viel Spaß. Onsen, ja, ich weiß nie genau, wie man das ausspricht. Ja, auf jeden Fall sagt sie, ich kann morgen etwas mehr von Jamila sehen, hoffentlich. Und jetzt erst nochmal einen schönen Stream und schön, dass du da bist. Danke, fürs Vorbeischauen. Genau, Nathalie fragt, beziehungsweise sagt sie erst, deine Bilder sind immer so detailliert. Benutzt du irgendwelche Cheats? Cheats? also... Moment, jetzt muss ich den Satz nochmal lesen. Benutzt du irgendwelche Cheats zu machen, wiederholen? Achso, bestimmte Sachen zu wiederholen in deinen Texturen oder über Fotos. Also Hast du praktisch irgendwelche Shortcuts, wenn du sagst, okay, ich habe zum Beispiel bestimmte Teile im Bild, denke ich mal, das heißt, die sich wiederholen, dass du Elemente dann eben auch kopierst und dann vielleicht abwandelst oder über Fotos praktisch dann abmalst. Naja, abmalen, das habe ich jetzt auch schon gesagt, dass ich hier immer meine Referenzen habe, die Vorlagen, da gucke ich auf jeden Fall drauf, aber eigentlich ist so gut wie alles wirklich handgemalt, Strich für Strich. Manchmal habe ich das, zum Beispiel hatte ich so ein Bild gemalt mit einem Mädel, was mit einem Hund spazieren geht und da war im Hintergrund so eine Tür oder so ein Tor aus Holz und das hatte halt so viel Horizont. Vertikale Streben. Und die habe ich dann halt alle dupliziert, um die nicht einzeln zeichnen zu müssen, aber ich habe sie dann auch einzeln gerendert tatsächlich. Mhm. Also nö, Fototexturen benutze ich gar nicht. Das passt mir irgendwie nicht in Kram. Ich habe das früher mal versucht, aber das hat einfach nicht meiner Natur entsprochen. So, der Prozess war für mich ganz, ganz schwerfällig und so. Gerade auch, weil ich da noch nicht wusste, dass ich besser bin mit Linienzeichnungen. Das ist halt sowas, das musste ich erstmal über mich selber lernen, dass ich besser bin, wenn ich wirklich mit einer detaillierten Linienzeichnung beginne und nicht mit
eine Blobfarbe hier und eine Blobfarbe da. Und das war halt das, was ich mal versucht habe. Ich habe dann irgendwie ein bisschen Farbe und dann diese Fototexturen rein und dann irgendwann ging es nicht mehr weiter für mich. Dann dachte ich mir, okay, was kommt jetzt? Und ja, jetzt habe ich mir halt meinen Prozess hier so zurechtgelegt und das funktioniert ziemlich gut. Das ist doch super. Also im Endeffekt hast du ja deinen eigenen Prozess, den du für dich selbst entscheiden kannst. Man muss sich da auch nicht festlegen. Jeder hat ja auch seinen eigenen Stil. Ja, und ich finde manchmal, wenn man Fototexturen also dolle benutzt, dann sieht man nicht so richtig, dass es von dir ist. Also ich habe halt immer das Gefühl, je mehr dann handgezeichnet ist, umso mehr Handschrift ist natürlich auch drin von dem Künstler dann. Das mag ich ganz gerne. Sehr cool. Lena hat eben nochmal gefragt, wann Photoshop fürs iPad auf den Markt kommt. Übrigens auch mal interessant, da werde ich nämlich auch nochmal ein paar Leute aber auf jeden Fall mal einspannen zum Testen, weil das nämlich natürlich eine coole Sache ist, mal zu gucken, wie so der Workflow auf dem iPad ist. Aber ja, dafür gibt es natürlich ein Erscheinungsdatum, das wir noch nicht nennen können und auch nicht wollen. Und auch für Project Gemini wird beides dieses Jahr rauskommen. Wann genau, können wir noch nicht sagen, werden wir auch noch nicht sagen. Wie das so ist, ne? Wisst ihr ja, dass das so läuft. Tut mir leid, aber genau, ist natürlich auch ein bisschen geheim noch. Ne? Aber ihr werdet es auf jeden Fall früh genug erfahren, wenn es kommt und es sollte nicht mehr allzu lange dauern. Das kann ich sagen. Ne? Also es wird jetzt, glaube ich, hoffentlich nicht irgendwie Ende des Jahres im Sinne von Dezember, aber genau, könnt ihr mal in den nächsten Monaten Ausschau halten, ob da was kommt oder nicht. Genau, und ich schaue nochmal rein. André hatte eben auch gefragt, ist die Skizze digital oder analog entstanden? Hat es ja eben schon gezeigt, ne? Ist ja digital entstanden. Alles in dem digital. Fall. Genau. Aber machst du auch manchmal analoge Zeichnungen, die du dann einfach übernimmst? Eher umgekehrt. Also für meine Inktober-Sachen habe ich alles digital skizziert, habe das ausgedruckt und habe es übertragen. Ach, Wahnsinn. Ja, weil ich bin so verwöhnt hier von diesen ganzen Tools, die du hier hast. Du kannst ja ausschneiden und vergrößern und verkleinern und spiegeln und liquify und das ist alles. Ich bin so verwöhnt. Ich denke mir immer auf Papier, oh, wo sind meine ganzen Werkzeuge? Ich brauche doch meine Werkzeuge. deswegen, nee, bei mir entsteht eigentlich alles digital am Anfang. Außer es ist mal wirklich so eine kleine Studie oder so in meinem Skizzenbuch, aber ja, digital all the way. Sehr cool. Aber finde ich sehr ungewöhnlich, ne? Das muss man auf diese Weise machen. Normalerweise macht man es doch andersrum, dachte ich immer, dass du irgendwie dann erst was zeichnest und das dann notfalls irgendwie ins Digitale überträgst. Ja, ich mag halt immer notfalls nicht, ne? Also ich bin wirklich so ein Planungsmensch. Ich bin auch überhaupt nicht spontan, was das hier angeht. Ich habe auch sogar ein Farbschema zu Hause vorbereitet, falls das hier nichts wird, was ich gerade mache. Also ich möchte immer alles sicher, also für alle Fälle vorbereitet sein und bei allem sicher gehen. Und deswegen ist das immer cool, wenn ich weiß, ich mache es einfach gleich richtig. Das spart mir Zeit und Ärger. Auch schöne Frage von, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das richtig ausspreche. Squipe? Muss mich bitte korrigieren, ich weiß es nicht, wie man es ausspricht. Aber genau, die Frage war auf jeden Fall, wie lange hast du gebraucht, um digitales Zeichnen zu lernen? Das ist immer so die klassische Frage. Gerne, ne? Finde ich schön. Oh, es war interessant. Ich habe mein erstes Graphic-Tablet, das war so ein kleines Ding. Ich glaube, die Zeichenfläche war wirklich so. Habe ich gekauft, als ich 16 war. Ach, krass. Und wann war das? So ein Bamboo? Nee, war vorm Bamboo. Graphfire hieß das, glaube ich. Das war winzig. Graphfire. Ja. Und aber war auch von Wacom oder Wacom. Ja, da war ich 16, war 2006, glaube ich. Und ich habe dann auch mein erstes digitales Programm nach Paint aufgemacht. Und habe mir das angeguckt und dachte mir, ich weiß nicht, was das alles ist. Ich kenne den Farbeimer und ich kenne die Pinsel, aber alles andere überfordert mich total. Und dann habe ich da ein bisschen drin rumgespielt und geguckt und habe dann aber ganz schnell gemerkt, dass ich auch eigentlich nicht malen kann. Ich konnte halt immer nur zeichnen, ich wusste es aber da noch nicht. Und ich habe dann versucht, so fotorealistisch zu malen wie die anderen coolen Leute, die ich dann online gesehen hatte. Aber es wurde alles nichts und das war einfach die nächsten paar Jahre dann immer wieder so, immer mal wieder aufgemacht, probiert, nee, immer noch nicht, wieder zu. Und irgendwann dann so, ich glaube, wann war das, 2009 habe ich einen Manga gezeichnet in Photoshop tatsächlich zum ersten Mal. Und da habe ich dann auch Linienzeichnungen benutzt. Ich habe dann Schatten reingelegt mit so ähnlich wie Rasterfolien, dann so grau und dann habe ich so ein neues Filter drüber gelegt und ich habe mir halt dann einen Prozess zusammengebastelt, der für mich funktioniert hat und das war das erste Mal, ich dachte, okay, es macht jetzt Klick und ich kann die Werkzeuge auch wirklich benutzen
Und ja, dann hat es noch ein Weilchen gedauert. Was ist denn das hier? Ist das der Radiergummi? Wow. Ja, genau. Also so richtig angefangen mit so Malen und fotorealistisch, was ich damals auch gemacht habe, das war 2010, würde ich sagen. 2010, 2011. Da habe ich auch angefangen, auf DeviantArt zu posten. Ja, DeviantArt war ja früher so das Ding, ne? Ja. Da hat man sich auch echt immer sehr, sehr coole Sachen ansehen können von ganz vielen Künstlern. Ja. Ja. Sehr, sehr cool. Ich sehe jetzt hier gerade noch so viele Fragen. Oh Gott. Ich komme gar nicht hinterher. Ne? Also, ich bleibe einfach länger. Ja, genau. Und wir machen den 24-Stunden-Stream einfach jetzt hier mit dir. Genau. So, wo war jetzt hier die nächste Frage? Schauen wir gerade rein. Achso, genau. Stefan hat noch kurz geschrieben, Jamila sieht aus wie Helena Bonham Carter. Ach, echt? Einfach da habe ich cool. nichts dagegen. Finde ich auch cool. Nathalie bedankt sich nochmal, hat eben nochmal gesagt, danke, finde ich toll für die Frage, die du beantwortet hast. Und Benno fragt, sind alle Farben vom Hintergrund auf einer Ebene? Nee. Ich habe jetzt hier für jede einzelne Farbe, die ich neu hinzugefügt habe, ich habe sie jetzt nicht benannt. Ich werde später alles mergen wahrscheinlich oder einfach da lassen. Aber alles ist auf einer eigenen Ebene, weil ich einfach diese Freiheit habe, das nochmal zu tweaken, wenn mir das nicht gesättigt genug ist oder nicht dunkel genug oder ich möchte nochmal eine komplett andere Farbe haben. Das mache ich einfach so. Ja. Sehr cool. Du bist jetzt gerade so ein bisschen auch dann am, ja, in Anführungszeichen, ausmalen. Ja, genau. Also erstmal so ein bisschen den Hintergrund und die Blumen und alles. Ja, so schön. Kann man viel von mir lernen. Malen nach da. So, was Leute schon mit 5 Jahren konnten, das zeige ich euch jetzt. Na, also. In Photoshop. Das würde ich jetzt nicht sagen. Das würde ich jetzt nicht sagen. Nein, also es gehört ja schon einiges dazu, dann auch von der, von dem gedanklichen Verständnis zu wissen, was, also welche Farbe, welche Intensität, wohin gehört. Also ist ja auch eine sehr große Frage von Übung. Von daher, gibt vielleicht den einen oder anderen, der 5 Jahre alt ist und das kann, aber ich würde bezweifeln, dass sie das leisten können. Ich mir überlege, was ich mit 5 gemalt habe, könnte ich gerade mein Haus malen, also würde ich jetzt mal bezweifeln. Katinka schreibt, ich bin gerade erst reingekommen, super schönes Bild, hast du das einfach zweimal offen? Also hast du eben schon erklärt. Ja, genau. Ne? Genau. Oder wie funktioniert das mit dem zweiten kleinen Fenster? Kannst du vielleicht mal kann nochmal zeigen, wie es geht. Genau, du gehst hier zu Window, Arrange und dann New Window 4 und dann hast du den Titel an deinem, dann hast du das und dann kannst du hier Window Arrange und dann 2 Up Vertical habe ich jetzt genommen, kannst aber auch 3 Up Vertical, dass du 3 nebeneinander hast oder andere Anordnungen. Ja. Ja, sehr cool. Genau, und du hast jetzt das ja zweimal auf, weil es einfach für dich da oben rechts zu klein ist und du so ein bisschen mehr Überblick hast. So ist das. Genau, da gab es noch ein paar Sachen hier über Inktober, sehe ich gerade. Ja. Genau. So, ich bin jetzt an dem Punkt hier, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ja, aber wo ich jetzt hier meine Basisfarben quasi drin habe, ich würde jetzt auch mal speichern, ist glaube ich keine schlechte Idee. Ganz wichtig, ganz wichtig. Und zwar sind das die, die ich jetzt gemacht habe und jetzt gucke ich mir die an, die ich zu Hause gemacht habe und entscheide einfach, welche ich jetzt besser finde. Das war das, was ich zu Hause, oh, das ist ganz anders, krass, hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Und auch immer sind, schon interessant, ne? Wow, nee, die sind, also jetzt im Vergleich sind die hier völlig ungesättigt auch. Da gehe ich einfach nochmal rein und mache jetzt hier noch eine, noch einen Effekt-Layer drüber und guck mal, wie es aussieht. Und dann würde ich einfach sagen, ich lasse euch mal entscheiden, welches ihr cooler findet und dann mache ich mit dem weiter. Ja, sehr gerne, sehr cool. Genau, guckt es euch mal an und dann könnt ihr, vielleicht kann der Tim ja, und jetzt aufgepasst, er müsste nämlich auf adobelive.com sein, um mitzumachen. Aber der Tim kann ja vielleicht mal gleich eine kleine Umfrage aufmachen zu dem Thema. Und dann könnt ihr mal entscheiden, was ihr besser findet. Cool. Genau, dann müssen wir einfach nur benennen, wie wir das, das eine und das andere nennen. Aber dann können wir das auf jeden Fall machen. So, ich lade gerade hier noch meine Gradient Maps rein. Ich habe davon ganz viele und ich mache die immer regelmäßig, weil ich das ganz cool finde, einfach für so ein bisschen andere Farben nochmal. So, du hast dann eben ein Farbschema und dann kannst du nochmal rumprobieren, wie das dann aussehen würde, wenn dann nochmal was anderes mit drüber legst. Ich pack das einfach mal über alles jetzt und dann werde ich das noch klippen mit Clipping Mask und so weiter. Ebenenmodi auch ganz wichtig bei mir. Nehmen wir mal Soft Light und gucken mal, wie das aussieht. Ein bisschen niedrigere Deckkraft und dann mache ich aber noch ein Layer Levels Ding drunter.
Levels. Levels. Das ist immer gut, wenn man ein bisschen mehr Kontrast möchte oder einfach ein bisschen größere Value Range, immer englische Wörter, in dem Bild braucht. Wenn es halt einfach so ein bisschen ausgegraut ist und das brauche ich das. Oh, jetzt ist weg. Ja, dann kann man einfach noch mal ein bisschen... Oh mein Gott, was ist das? Ach, da brauche ich doch Property. Ach, das ist meine Maske. Okay, okay. Ah, die Maskeneinstellung. Ja, nee, die wollte ich nicht. Ich wollte hier rein. Okay. Du kannst sie da hoch reinschieben. Ich dock das mal hier an, ja. Genau, dann kommt das nicht immer nicht immer raus. Okay, cool. Ja, dann probiere ich jetzt einfach mal was durch und schau mal, wie das aussieht. Das ist eigentlich auch so zu Hause. Also ich habe einen Plan, aber dann, wenn ich so dabei bin beim Einfärben, dann gucke ich halt doch nochmal, was gefällt mir jetzt. Das gefällt mir eigentlich ganz gut gerade. Nee. Wie lange sitzt du eigentlich so an so einem Bild? Das ist ganz unterschiedlich, ne? Ja. Oh, ich kann jetzt... Ich glaube, die Skizze hierfür hat 2 Stunden gedauert und das Lineart nochmal 2 Stunden. Mhm. Also bisher 4 und jetzt bald 5. Das Rendern dauert halt immer am längsten tatsächlich dann im Hintergrund. Und gerade wenn du so eine Szene hast mit unglaublich vielen Elementen und kleiner Charakter, großer Hintergrund, das dauert einfach immer länger. Klar. Das hier ist ein bisschen Close-Up. Das wird hoffentlich schneller gehen. Also ich hoffe, ich krieg's zu einem ganz guten Finish jetzt hier in den 3 Livestreams. Mhm. Ja, also ich sage immer, zwischen 10 und 25 Stunden kann da alles dabei sein. Wow. Ja. Ja, das ist natürlich aber schon sehr, sehr viel. Also merkt man auch, wie viel Detailtreue du dann da reinlegst. Oder daran merkt man das auch, sagen wir es so. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Roof hat eben geschrieben, so schnell und so gut. Ich liege in Gedanken auch schon auf der grünen Wiese und muss sie aber unbedingt zusehen. Ja, heute ist auch voll geiles Wetter, ne? Ja. Diese Woche wird es tatsächlich sehr, sehr warm in München hier. Das stimmt. So, jetzt switch ich mal ein bisschen runter. So, jetzt kopiere ich hier diese ganzen, also diese beiden Adjustment Layers, die ich jetzt hier gemacht habe, kopiere ich jetzt, oh nee, jetzt habe ich nur einen kopiert, Z. So, ich markiere den und den und dann kopiere ich die mit Command J und dann klippe ich die jeweils an die ganzen Ebenen, die ich hier noch habe, weil ich die gerne behalten möchte. Ich möchte nicht, dass ich jetzt hier einen so eine Ebene oben drüber habe, sondern ich möchte das wirklich anwenden auf meine ganzen einzelne Elemente, die ich habe, das dauert manchmal ein bisschen. Jetzt ist es gerade nicht so viel, das ist dann ganz okay. Aber ja, damit verbringe ich jetzt erstmal ein paar Minütchen. Also, wenn ihr noch Fragen habt. Ich habe noch ganz viele Fragen, ich wollte dich jetzt nur nicht unterbrechen. Gut. Aber genau, also du machst jetzt praktisch die beiden verschiedenen Styles. Genau, diese Levels und Gradient Map und die klippe ich jetzt an alles dran. Genau, und dann können wir uns ja mal, beziehungsweise könnt ihr euch ja mal angucken, was ihr besser findet oder von wo aus es dann weitergehen soll. Und genau, und ich hoffe, der Tim kann dann da mal eine kleine Umfrage aufmachen. Und wie gesagt, wenn ihr da mitmachen wollt, müsst ihr auf adobelive.com kommen, weil da seht ihr dann die Umfrage und könnt mitbestimmen, wie es hier weitergeht. Und ansonsten, genau, interaktiv. Wow, ist das klasse. Wir leben ja nur in 2019. genau, Roland hat eben auch nochmal gefragt, wie kann ich in Photoshop CC die Sprache von Deutsch auf Englisch ändern oder andersrum. Das kann man tatsächlich auf sowohl bei Mac als auch bei Windows bei der Creative Cloud App, also dieses, ne, dieses kleine CC-Logo. In dem Fall ist es jetzt hier ganz oben zu sehen, rechts, und bei Windows ist es halt als kleines Tab-Element unten zu sehen, und dann geht ihr oben rechts auf die 3 Punkte und geht auf Einstellungen, und da kann man dann die komplette Sprache ändern. Da werden dann halt, je nachdem, wird das dann halt nochmal neu runtergeladen, also die Sprachdateien, und dann könnt ihr eure Programme in einer anderen Sprache genießen. So einfach geht das. Aber das ist ein bisschen tricky, das stimmt schon, weil wenn man das dann nur im Programm selbst umstellt, dann funktioniert das nämlich nicht. Das geht nur tatsächlich, wenn ihr das über die Creative Cloud App macht. Genau, das ist das eine. Und jetzt guck ich mal, dass ich hier ein bisschen die Fragen aufhole, weil es kamen noch ganz viele. Genau, Düsterkitsch fragt, findet man dich auch noch auf anderen Plattformen abseits von Instagram? Ja. Ja, Twitter, DeviantArt, nicht Facebook, eigentlich überall außer Facebook. YouTube habe ich auch ein paar Videos drauf. Mhm. Pinterest, da könnt ihr gucken, wo ich immer meine Inspiration herhole. Immer wenn mich jemand fragt, wo kriegst du deine Inspiration, sage ich hier. ja, genau, das sind sehr so schön. Die großen Dinger. Und Patreon natürlich. Ja, sehr cool. Ich habe auch gesehen auf deiner Website, und da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil ich habe da auch einige Leute, die das wahnsinnig interessieren würde. Du arbeitest ja auch an einem großen Projekt, bei dem es um Tarotkarten geht. Ja. Du arbeitest an so einem riesigen Set.
Und das finde ich sehr spannend, weil ich habe ein paar Freunde, die in diesem Esoterik-Bereich sehr bewandert sind. Ja. Und weißt du, willst da vielleicht eine Kickstarter-Kampagne oder sowas machen? Oh ja, wenn es dann mal soweit ist und ich die fertig habe, es sind halt 78 Karten, ne? Dann denke ich mir auch manchmal, was habe ich mir da eigentlich eingebrockt? Aber es ist halt einfach ein cooles Projekt. Wenn mir gerade mal nicht einfällt, was ich zeichnen soll, hat man halt immer so ein Brief gleich bei jeder Karte, was total cool ist. Und ich finde die Symbolik total spannend, wenn man dann sowas hat wie Stärke oder Kreativität. Wie repräsentiere ich das in so einem Bild, so ein abstraktes Konzept? Das ist halt das, was für mich total spannend ist. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also wenn du da Neuigkeiten hast und es losgeht, ne, bitte Bescheid sagen. Ja, gerne. Ja, auf jeden Fall. Das wird wahrscheinlich noch dauern, erwartet nicht zu viel. Das ist kein Problem. Aber es ist auf jeden Fall spannend, könnt ihr euch mal auf ihrer Website ansehen, da wird das Projekt schon mal dargestellt und die ersten Illustrationen, die du dazu gemacht hast, sind auch schon da zu sehen. Ich glaube, so 12 Stück oder so habe ich gesehen. Genau, die Stäbe sind jetzt komplett fertig, endlich. Wo ist denn hier Entfernen auf dieser Tastatur? Was suchst du? Entfernen oder Löschen oder so? Ich kann es auch einfach rechtsklick und löschen. Du eigentlich aber Backspace gehen. Backspace. Ja. Oh ja, sehr gut. Genau. Interessante Frage von Stefan. Oder wolltest du gerade was sagen? Nee, sorry. Ich rede nur mit mir selber. Gut. Gut. Nele ist übrigens auch dabei heute wieder. Hey, schön, dass du da bist. Welcome back to Adobe Live. Genau, interessante Frage von Stefan, die mich auch interessiert. Wie kam dieser massive Blowout bei Instagram auf 260.000? Das ist super interessant zu wissen, weil es ist bei Illustratoren, glaube ich, ganz anders vom Verlauf als, ich sag mal, diese herkömmliche Instagram-Maschine, wenn man in diesem Fashion-Lifestyle-Bereich ist. Ja, ja, deswegen, oh Gott. Und vor allen Dingen auch die, ich glaube, die sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nee, alles gut, ich sortiere nur gerade schon mal meine genau. Gedanken. Also die, ich sag mal, die Illustrator-Community auf Instagram ist halt auch super vernetzt, ne? Und da kennt sich auch irgendwie jeder, ist ja mit jedem vernetzt und man kennt sich und die sind auch alle super loyal zueinander, was ich sehr, sehr cool finde. Konträr zu dem, was man so eigentlich bei diesem ganzen standardmäßigen Instagram-Gehabe kennt, ne? Wo es dann eigentlich eher so ein bisschen Ellbogengesellschaft ist. Ja. Aber ja, erzähl doch mal gerne. Ich erzähle mal. Okay, pass auf. Also seit ich angefangen habe, keine Aufträge mehr anzunehmen, sondern nur für mich zu arbeiten, habe ich einfach so viel Material, was ich die ganze Zeit posten kann, dass ich eigentlich fast jeden Tag ein Bild zeigen kann. Und einfach regelmäßiges Posten, immer, sage ich mal, gute Inhalte. Ich gebe mir halt Mühe, dass ich nicht irgendwie da Katzenbilder poste oder so, weil das interessiert meine Follower jetzt nicht so wirklich. Das kommt dann in die Stories, das ist auch cool. Aber in mein Profil kommen wirklich nur meine Zeichnungen und das, was ich für den besten Inhalt von meiner Seite halte. Und da versuche ich auch wirklich stetig dabei zu sein. Und seit ich über 100.000 bin, ist es einfach, wenn ich schnipsen könnte, würde ich jetzt schnipsen, dann geht das hier so. zack, da kommen sie. Ja, das ist so krass. Also irgendwann ist es auch nicht mehr real. Da denkst du so, okay, jetzt habe ich wieder 1.000 neue Follower seit gestern. Ja, Wahnsinn, es ist ne? einfach konstant, gute Qualität möglichst, hohe Auflösung und so weiter und so fort. Also ich gucke auch immer, dass mein Feed schön aussieht, konstant und alles, wenn ich dann mal durchgehe und denke mir, ah, das passt jetzt eigentlich nicht so gut, das hat seinen Zweck erfüllt, da habe ich irgendwann mal eine Promotion gemacht oder so, dann archiviere ich das auch. Und ja, also es gibt verschiedene Praxen, die man da benutzen kann, auch Hashtags benutzen, immer recherchieren, was ist für meinen Bereich jetzt gerade sinnvoll. Ja, regelmäßig posten, am besten, wenn es geht, jeden Tag, wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm, aber immer schön taggen und stetig dabei sein. Ich bin halt jetzt seit 2015 mit dabei und sobald du über einem bestimmten Punkt bist, geht es einfach wahnsinnig schnell. Das glaube ich auch. Ich glaube auch so die ersten 10.000 sind so die schwierigsten. Ja. Und ab dann geht es einfach nur noch um Konsistenz und dass man halt stetig nach außen visibel macht und natürlich auch an der Qualität und an den Topics arbeitet. Aber du machst das ja schon. Da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Ja, cool. Vielen Dank für den Einblick. Gerne. Andere Frage von Stefan. In welchen Auflösungen arbeitest du? Weil du auch eben gemeint hast, hochqualitativer Content, da muss man natürlich auch ein bisschen die Arbeitsfläche größer schrauben. Ja, also ich, für mich ist immer alles auf Druckdollar ausgerichtet, weil ich ja auch die Drucke verkaufe dann in meinem Shop und auf Messen. Deswegen lege ich immer alles erstmal auf A3 an und 300 DPI oder PPI. Genau, das ist so. Ich nenne das mal Variante 2 hier. Eigentlich ist das ja Quatsch. Na egal. Was machst du jetzt gerade? Du? Ja, das frage ich mich auch. Probierst du es neu? Ich wollte, dass ich das leicht durchklicken kann, die beiden Varianten.
1. So, okay. Cool, ich glaube, ich bin jetzt soweit. Wenn ich das vergleiche, kriege ich wahrscheinlich wieder hier so eine. So, sind wir gespannt. Genau, für diejenigen, die jetzt erst zugeschaltet haben, Jamila hat jetzt in den letzten paar Minuten praktisch zwei verschiedene Color Lookups, könnte man das so nennen. Jo. Ja. Entwickelt, um dann zu sagen, hey, ihr könnt euch jetzt entscheiden, was euch besser gefällt. Tim, an dieser Stelle, genau, gerne mal schon mal vorbereiten. Wie wollen wir die nennen? Oder wie hast du sie genannt? Ich habe es jetzt Variante 1 und Variante 2 genau. genannt. Variante 1 und Variante 2, ihr könnt ihr euch jetzt ansehen. Und der Tim wird dann eben gleich nochmal hoffentlich dann eine kleine Umfrage dazu starten. Wenn ihr also auf adobelive.com seid, könnt ihr die einfach dann gleich sehen im Bildschirm. Ansonsten kommt doch schnell rüber und votet mit uns mit. Weil, genau, je nachdem, was ihr besser findet, würde Jamila dann einfach weitergehen. Ja. Genau. Kannst du mir mal kurz zeigen? Genau. Also das ist Variante 1. Die habe ich zu Hause gemacht. Einfach als Sicherheit, falls hier irgendwas in meiner Hand nicht immer. Keine Ahnung. Nee, falls ich irgendwie das verkacke. Und das ist hier Variante 2, die ich jetzt gerade gemacht habe. Ist ein bisschen abgetönter. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen harmonischer. Aber ich will euch da gar nicht reinreden. Ich kann ja mal. Bisschen entsättigter auch, ne? Ja. Finde ich aber gar nicht schlecht. Ja, also ich kann mir auch gerade. Genau. Das ist jetzt 1. 1. Zwei. Zwei, genau. Wie gesagt, sobald der Tim mal unten, wir können ja gleich mal einen Countdown anmachen. Ja. Und dann, genau, könnt ihr mal auf jeden Fall voten, dann kannst du das ja dann gleich zeigen. Aber in der Zeit können wir noch ein paar Fragen beantworten, die jetzt auch schon, boah, sind das viele Fragen. Ich komme nicht mehr hinterher. Sorry, Leute. Also, ja, alles gut, das hat ganz ja nichts dafür, das ist super. Ne, aber es sind so viele Fragen, die hier heute kommen. Das finde ich klasse. Wie gesagt, genau, Tim baut das jetzt auf und ich gucke jetzt nochmal. Wie gesagt, wenn eure Frage noch nicht beantwortet wurde, sorry dafür, einfach nochmal posten. Ich muss jetzt einfach mal runtergehen, weil ich bin so in Verzug gerade hier schon mit der Frage. Der Chat hört nicht auf. Plopp, 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 plopp. So viele Sachen. Ja, sehr schön. Genau, zack, zack, zack. Genau. Stefan sagt, keine Ahnung, Ming Chan ist wild am Springen mit den Fragen. Genau. Ja, Jan hat auch geschrieben, 1000 Follower hätte ich auch gern, aber dann reicht es aber auch. Kommt immer so ein bisschen auf, ne? Oder war, vielleicht war es auch auf was anderes bezogen. Immer auf der Straße 1000 Follower. Genau. Die mir immer folgen. Ja, das reicht, hätte, aber mehr will ich ja, denn auch nicht. Ich will meine Crew immer mal wieder dabei haben und dann geht's los. Genau. Genau. Nathalie hat auch was Schönes eingeworfen. Du hast nämlich auch mal ein YouTube-Interview gemacht, wie du dein Geld verdienst. Das scheint auch mit Patreon und dem Prince zu funktionieren. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal ansehen. Vielleicht kannst du es auch mal posten, Nathalie, wenn du es gerade parat hast, damit die anderen sich das mit ansehen können. Ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Genau. Uiuiui. Oh, ich habe hier noch was vergessen. Das mache ich einfach mal rein. Wir haben ja gerade ein bisschen Fahrt. Genau. Ja, so ist das. Genau. Aber wenn, genau, da unten jetzt seht ihr es nämlich auch schon. Die Umfrage ist da, also 1 oder 2. Und der Tim hat nämlich netterweise auch schon eben zwei Varianten gemacht. Du kannst vielleicht gerade nochmal kurz zeigen. Ich zeig's nochmal. Ich habe hier nur die Blumen vergessen. Ja, kein Problem. Okay. Nummer 1. Genau, das ist Nummer 1, Nummer 2. Und Tim. Hat jetzt aber schnell nochmal weggemacht. Vielleicht machst du es nochmal, Tim, das war, glaube ich, ein bisschen kurz. Aber, 1, 2. Genau. Ja, es war ein bisschen kurz, aber bitte nochmal. Das war nämlich, da hatte, glaube ich, noch nicht jeder die Zeit gehabt, mitzuvoten. Lass uns das gerne mal ein bisschen länger offen lassen, weil, danke dir, Tim. Auf jeden Fall. Aber genau, lass uns das nochmal machen. Weil dann hätten wir nämlich auch die Parallele dazu von der Jamila, dass man das nochmal groß sieht. Genau. Ich mache nochmal ein bisschen mehr Sättigung rein. Ja, also selbst wenn ihr das jetzt wählt und so, das ist jetzt noch nicht in Stein gemeißelt. Ich bearbeite da vieles auch nochmal, während ich hier dran sitze. Das ist, kein Problem, kein Problem. Aber genau. Kein Problem. Variante 1. Viel schreibt, war lang genug, du warst zu langsam, Chan. Okay, also wenn müsst ihr sagen, Freunde, also wenn ihr nochmal voten wollt, ansonsten, genau, machen wir es einfach nochmal, schnell nochmal engagen, jetzt kannst du mal schnell zeigen, 1 oder 2. Nummer 1. Nummer 2. Genau, 1 oder 2. Letzte Chance. Und ich sehe schon jetzt hier, die ganzen Votes kommen schon rein.
Genau, zack, zack, zack. Danke dir, Tim, und danke euch auf jeden Fall nochmal fürs nochmal voten. Ich hatte nämlich schon ein paar gesehen, die geschrieben haben, dass sie jetzt noch keine Zeit haben oder das zu spät bemerkt haben. Ja. Genau, aber auf jeden Fall habt ihr jetzt die Zeit, da unten zu voten. Und wenn ihr eben auf YouTube seid, kommt schnell rüber auf adobelive.com, da habt ihr jetzt noch die Möglichkeit mitzuvoten. Und dann werden wir uns ansehen, wie wer gewonnen hat, welches Motiv gewonnen hat und wie es weitergeht. Und in der Zeit können wir jetzt nochmal eine Frage beantworten. Ja. Genau, ich gucke jetzt mal ganz kurz hier irgendwo rein. Vielleicht finde ich jetzt auf die Schnelle noch eine. Es waren so viele Fragen. So, Ming hat geschrieben, auf welcher Messe warst du zuletzt und kennst du David Fülecki? Nein. Und? Also erstmal nein. Genau, bevor ich die Frage wieder vergesse. Ja, und ich war auf der Leipziger Buchmesse. Ich bin halt auch aus Leipzig, deswegen hat sich das so angeboten. Ja. Und als nächstes bin ich auf der Dokumi, auch mit Lorena, die jetzt nach mir dann noch streamt, also wir dann zusammen am Start. Sehr gut, genau. Und die Lorena kommt ja danach direkt, das heißt, die müsst ihr euch auf jeden Fall auch mit ansehen. Die macht nämlich auch super coole Illustrationen, ja, also auf jeden Fall dranbleiben. Ich schüttel gerade den Kopf hier drüben. Sie wird jetzt gerade ein bisschen rot. Wo ist unsere Cam? Hallo. Sorry. Alles gut. Genau. Gleich ist die Umfrage zu Ende, also jetzt noch schnell voten. Ihr müsst hier in dem Screen voten, also nicht rechts in den Text reinschreiben, das zählt nämlich nicht mit, sondern im Screen. Wir drücken gleich den Hot-Button. Genau. Aber es ist jetzt eh schon bei. Es ist auch ein bisschen zeitverzögert, ne? Also nicht wundern, wenn ich jetzt rede und es unten schon längst weg ist, aber genau, also so wie es aussieht, wir werden gleich die Ergebnisse sehen. Und dann, die Leute freuen sich, dass Ming endlich eine Antwort erhalten hat. Ja, schön. Oh, ja. Keine Absicht. Genau, Dokumi hast ja gesagt, bist ja dann auch demnächst. Ne? Genau. Bist du auch nur in Deutschland unterwegs oder auch mal in Österreich? Da gibt es ja zum Beispiel die Nippon Nation. Ach, die kenne ich nicht, aber ich habe mich für die Comic-Con Wien angemeldet. Auch zum Beispiel. Ja, Vienna Comic-Con bin ich dieses Jahr da. Ja. Weil wir bekommen immer auch ganz oft Anfragen aus Österreich. Da ist ja auch die Anime- und Manga-Szene sehr, sehr groß tatsächlich. Und ist vielleicht auch mal interessant. Also wie wir sehen, es war eine knappe Kiste. Oh. Sie ist gerade hier. Oh. 56% sagen Bild Nummer 2 und 44% sagen Bild Nummer 1. Okay. Damit hat Bild Nummer 2 ganz knapp gewonnen. Cool. Dann machen wir doch das. Was ich jetzt aber auch nicht so schlecht finde. Ne? Also wie gesagt, sind beide ja super cool. Und von daher... Ich hole das jetzt hier mal wieder aus dem Ordner raus. Mach das mal. So, lösche den und dann... Dann machen wir das. Okay, cool. Super cool. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich meine Linien übermale. Das kommt dann immer irgendwann, da zoome ich dann auch näher ran. Oh, Leiste. Genau, jetzt habe ich hier halt so meine Basisfarben drin und schon so ein paar hell-dunkel-Geschichten im Hintergrund und jetzt gehe ich einfach mit einer neuen Ebene oben drüber. Und ich habe mir auf meinem Stift hier das so gelegt, dass ich die Alt-Taste auf der oberen habe. Damit kann man ja immer so Farben abnehmen. Da kommt dann dieses Eyedropper-Tool und... So mache ich das einfach die ganze Zeit. Ich gehe hier neue Farbe und malen, neue Farbe und malen. Und das ist dann eigentlich der ganze Prozess, bis es dann irgendwann realistischer aussieht, dass ich auch oft dann auf neue Farben mit reinbringe, dass ich noch dunkler gehe und so weiter. Aber also nicht für diejenigen, die jetzt auf 1 gestimmt haben, macht euch keine Sorgen. Es ist ja noch nicht das Endresultat, sondern nur das Zwischenresultat, an dem Jamila jetzt weiterarbeitet. Das ist aber auch immer so, wenn man irgendwas zur Wahl stellt, dann ist immer irgendwer, der das andere schöner fand und der vielleicht ein bisschen traurig ist, aber ich hoffe, euch gefällt es dann am Ende trotzdem. Ja, Aaron ist auch dabei. Schön, dass du da bist, Aaron. Und Christian hat gefragt, das hattest du am Anfang schon beantwortet, womit verdienst du dein Geld, wenn du keine Projekte mehr annimmst? Und da war ja einmal Patreon und Auftragsarbeiten machst du ja auch nicht mehr wirklich. Nee, gar nicht. Deswegen... Patreon und dann über deine eigenen Drucke, ne, ja, die du verkaufst. Genau. Sehr, sehr cool. Und Messen auch, genau. Die verkaufe ich, also da verkaufe ich dann ja auch Drucke. Genau. Und damit kann man gut leben? Ja. Sehr schön. Ja. Aber was war für dich die Entscheidung zu sagen, du willst keine Auftragsarbeiten? Also nicht mal jetzt im Sinne von, wo du alles vorgeschrieben bekommst. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig als Illustrator. Sondern generell, was war so für dich der Moment zu sagen, ich mache überhaupt keine Commissions, nennt ihr es ja, ne? Ja, genau. Nur Commissions. Gab es da einen bestimmten Grund? Ja, weil ich es nicht mehr brauchte finanziell. So. dass ich mir halt dachte, okay, ich könnte auch von meinem eigenen Zeug nehmen, warum sollte ich dann was für andere Leute machen, muss ich ja nicht. Und ja, es hat sich halt so nach und nach einfach mehr aufgebaut, dieses
mit Patreon und mit dem Shop und alles. Mhm. Und dann dachte ich mir irgendwann, ja, nö, jetzt versuche ich es einfach mal komplett ohne Aufträge und ich habe auch nicht mehr zurückgeblickt tatsächlich. Wahnsinn. Ja. Also ich hätte mir jetzt zum Beispiel vorgestellt, dass man sich sagt, okay, es gibt so die ein oder andere Brand, wo man dann wirklich trotzdem noch Bock hat, was zu machen. Ich habe zum Beispiel auch einen Kollegen, der auch da nachts sieht. Ja, okay. Ja, ich habe nur noch eine Geschichte. Achso, schlechte Erfahrung, oder nee, was? Nee, ich habe eine Anfrage von DC und von Marvel letztes Jahr bekommen, habe abgelehnt. Oh, krass. Ja, wow. Wo alle gesagt haben, okay, ja, das hätte ich auf alle Fälle noch genommen. Ich dachte mir auch nie. Du wolltest konsequent bleiben. Ja, so. Ja, aber warum nicht? Also, war jetzt einfach nur die Frage, weil ich finde das interessant, weil manchmal hat man auch so Brands, wo man sagt, okay, das war für mich auch früher so eine Inspiration oder als ich aufstrebend war, besonders aufstrebend war, waren das Marken, wo ich gesagt habe, wow, ich finde das super klasse. Mhm. Und es gibt ja einige Leute, die sagen, hey, das ist für mich ein Traum gewesen, mal mit diesen Brands zusammenzuarbeiten. Ja. Aber ist ja kein Muss, ne? Also ist ja auch kein Zwang. Ist für mich aber halt auch wirklich nicht so. Ich bin dann mal kurz stolz und dann denke ich mir, okay. Ja, ist halt ein bisschen, also ich betrachte das irgendwie ganz nüchtern. Ich freue mich natürlich, wenn meine Bilder irgendwo auf dem Buchcover sind oder so, aber das ist nicht das, weswegen ich das mache. Also das ist, mit der Firma möchte ich unbedingt zusammenarbeiten. Das bringt mir nicht so viel. Ich mag das einfach, mich in der Zeichnung hier auszuleben. Und das geht halt einfach nicht irgendwie schöner für mich, als wenn ich mein eigenes mache. Sehr schön. Dennis ist auch dabei. Hallo aus Köln, schreibt er. Schön, dass du da bist, Dennis. Und Ming hat geschrieben, morgen kann ich nicht zuschauen, da bin ich in der Uni, um Studenten animieren beizubringen. Sehr cool. Oh, cool. Den musst du dir auch mal angucken. Der Ming macht sehr, sehr lustige animierte Kurzfilme von Würstchen. Was? Ja, er animiert Würstchen. Verschiedene, ganz verschiedene Charaktere, die im Würstchen-Stil sind. Ist auch mal ganz schön anzusehen. Ja, aber kein Verdruss. Ming weiß ja Bescheid und die anderen, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, ihr könnt euch jedes Video im Nachgang auch ansehen. Das heißt, wenn ihr jetzt mal was verpasst habt oder mal keine Zeit habt, den kompletten Stream zu schauen, könnt ihr euch das natürlich jederzeit im Nachgang auf unserem YouTube-Channel oder auf adobelive.com ansehen. So, und jetzt gehe ich nochmal kurz hier rein. Aaron hat noch geschrieben, eine coole Idee, das hier zu veranstalten. Vielen Dank. Gerne immer wieder reinschauen. Ihr wisst ja, wie es läuft, ne? Muss ich ja gar nicht mehr erzählen. Vielleicht auch für diejenigen, die jetzt neu dabei sind, zum Hintergrund. Wir machen Adobe Live für euch als Community, weil wir eben super viele coole Leute bei uns in der Community, in der Adobe Family haben, bei denen wir sagen, die muss man einfach zeigen. Jeder hat seinen eigenen Stil. Jeder ist auf seine Weise super kreativ und macht tolle Sachen. Und es ist immer wieder eine Freude. Genau. Danach dann, ja, sind auch alle Freunde. Ja, ja. Ja, es ist immer super cool, einfach zu sehen, wie viele unterschiedliche und tolle Stile man eben zeigen kann. Und im Endeffekt geht es ja auch genau darum, ne? Den Leuten, den tollen Gästen hier über die Schulter schauen zu können und zu sehen, wie machen sie eigentlich ihre Bilder oder Fotografien oder was auch immer. Videos, Animationen und genau, deswegen ist es ja auch super cool, weil ihr hier eure Fragen stellen könnt und auch interagieren könnt und das werden wir auch so schnell nicht aufhören zu machen. Sehr ne? Gut. Also nochmal vielen Dank, Jamila, dass du da bist, natürlich auch an allen anderen. Super, super cool. Yay. So. Genau, Aaron schreibt, wie wär's mit Fingernägeln, Lippen und das Auge noch etwas nachfärben? Kommt bestimmt noch. Erstmal hier diktiert. Ne? Schön, dass ihr da seid, Leute, aber jetzt nochmal hier. Was mit den Fingernägeln? Nee, also das gefällt mir nicht. Warum keine French Nails? Nee, ich habe meine Vorgehensweise, die ist immer gefixt. Ich fange an mit dem Hintergrund und dann mache ich den Charakter rein. Weil der Charakter geht schneller. Und wenn ich im Hintergrund dann doch nochmal irgendwie die Lichtstimmung ändere, dann kann ich den Charakter gut darauf anpassen. Aber umgekehrt kann ich den Hintergrund nicht gut auf den Charakter anpassen. Der dauert einfach viel länger. Mhm. Und wenn ich jetzt den Hintergrund nicht ganz ausrendere, ich kämpfe jetzt hier ja schon ein paar Minütchen mit der Blume, mit der einen, dann werde ich auf jeden Fall noch in den Charakter reingehen und das machen, was ich normalerweise immer mache. Und da gehören auch die Fingernägel und das Auge und so dazu. Okay. Ja, kein Stress. Also war jetzt nicht ein Aufruf im Sinne von, du musst das jetzt machen. Ich fand's ganz lustig. So, hey Leute, und so 2 Minuten später so. Und jetzt aber will ich was sehen. Was ist denn hier? Spaß. Das sieht ja immer noch nicht fertig aus. Genau. Genau, du bist ja jetzt gerade auch in deiner Ausmalphase. Ich finde es aber schön, wie du die Verläufe zeichnest. Magst du da vielleicht auch mal so ein bisschen, gibt es da irgendwie einen speziellen Workflow, den man da beachten kann oder muss, damit das eben auch so verläuft? Also ich sehe auch, du benutzt auch sehr viel Licht- und Schattenspiel. Ja, auf alle Fälle.
Ich mache das immer, ja, das ist immer die blödeste Antwort überhaupt. Das ist ein bisschen intuitiv. Ich denke immer, manchmal brauche ich ein bisschen deckenderen Pinsel oder einen ein bisschen durchsichtigeren Pinsel. Ich gehe eigentlich immer, ich habe ja hier die Basisfarbe und dann gehe ich in die Farbe rein, habe die, dann gehe ich hier zu meinem Farbrad und shifte das so ein bisschen rum und gehe vielleicht ein bisschen dunkler. Und dann lege ich das hier so leicht drüber am Rand und wird es dann ein bisschen dunkler. Und dann gucke ich, wie es aussieht. Vielleicht noch ein bisschen gesättigter, schiebe ich das hier rüber. Und es ist so ein Ausprobieren und Fühlen, wie es so aussieht. Und dann gucke ich hier auch mal links nochmal auf meinen Bildschirm, also auf mein zweites Fenster, wie das so im Ganzen wirkt. Und arbeite mich dann einfach so durch das ganze Bild. Jedes Element wird dann so ein bisschen... kommt so ein bisschen Liebe ab, kleine Details und bis es dann irgendwann anfängt realistisch auszusehen. Und ja, cool. Pinsel sind auch immer unterschiedlich, was ich da benutze. Manchmal ein bisschen deckender, manchmal ein bisschen mehr aquarellig. Einen habe ich da so da, der ist ganz schön, zeige ich nachher auch nochmal genau. Da sind wir gespannt. Sehr cool. Auch interessante Frage, die jetzt auch ein paar Mal kam. Zum Thema viel Zeichnen und Schmerzen im Arm. Mhm. Das ist ja auch so ein gewisses Risiko, dass man da auch eine Sehnenscheidenentzündung oder Ähnliches bekommen kann. Wie ist es bei dir? Gibt es da irgendwelche Tipps, auf die du weitergeben kannst an die Community, worauf du achtest, damit das nicht passiert? Auf jeden Fall Pausen machen ist wichtig. Also ich habe früher wirklich jeden Tag gezeichnet und das hat sich schon bemerkbar gemacht in meinem Arm. Da hatte ich dann oft hier Schmerzen. Und aber seit ich mir jetzt immer strikt die Wochenenden freinehme, passiert das auch nicht mehr so doll. Und ich gehe halt bouldern. Das ist ja so klettern und das ist halt genial. Ja, ich habe richtig starke Unterarme. Also da passiert nichts. Von daher bin ich da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Und ansonsten ja, Kraftübungen, Dehnübungen, alle paar Minuten mal hier so stretchen. Aber ja, ansonsten bin ich da bisher von verschont geblieben, zum Glück. Ja, ist immer nicht zu unterschätzen. Ne? Ja. Gerade jetzt das Handgelenk, wenn du vor allen Dingen auch mal einmal eine Sehnenscheidenentzündung hast, das ist nichts Angenehmes. Nee, und dann sitzt du erstmal eine ganze Weile aus, dann lieber vorher die paar Tage dir gönnen für dich, Pause machen und dann dafür wieder einsatzbereit sein später. Ja, schön. Ja, also ist echt nichts Gutes. Also viele Pausen machen, finde ich eine gute Idee. Ja. Ein schöner Tipp. Auch eine interessante Frage von Toni. Was sind die ersten Schritte, die man beachten sollte, wenn man sich als Illustrator selbstständig macht? So von Finanzamt. Okay. Hallo Finanzamt. Ja, na, auf jeden Fall musst du dich als Freiberufler beim Finanzamt melden, wenn du dich selbstständig machst. Und ansonsten von der ein bisschen spaßigeren Seite... eine Website, eine eigene, ist eine gute Idee. Einfach, dass du so einen Anlaufpunkt hast. Gerade wenn du, Kunden suchen willst und auf dich aufmerksam machen willst, ist es cool, wenn du einfach ein Portfolio hast an einem Ort, von wo du dann auf deine ganzen Social-Media-Sachen verweisen kannst. Ja. Und einfach aber, dass die so eine Anlaufstelle haben, wo sie deine besten Arbeiten gesammelt sehen und kriegen so einen Eindruck davon, wer du bist und was du machst. Ja, dabei kann man jetzt auch wieder in ganz viele andere Themen verfallen. Es ist halt schön, wenn man das in sein Portfolio packt, wofür man auch angestellt werden möchte. Mhm. Also wenn ich jetzt hier Prinzessinnen zeichnen möchte, soll ich keine Bilder von Orks in mein Portfolio packen. Sag ich jetzt, weil ich aus dem Fantasy-Bereich komme, aber das fiel mir gerade ein. Einfach schauen, dass du dich so spezialisierst, dass es für dich auch sinnvoll ist und Spaß macht. Weil ansonsten tust du dir damit selber keinen Gefallen. Wie ist das mit deinen Brushes? Du hast ja jetzt auch Brushes mitgebracht. Hast du die selbst für dich gemacht, also gebaut? Oder sind das Brushes, die du dir gekauft hast oder gesehen hast? Ich habe ja noch gesagt, ich rede über mein aquarelliges Ding. Das ist die hier. Die hat so eine Wet Edges auch so ein bisschen. Und damit zeichne ich immer gerne einfach Details hier rein. Die habe ich irgendwo her, ich weiß es nicht mehr. Als Illustrator sammelt man sich immer so alles Mögliche zusammen und behält dann das, was man schön findet. Und den Rest tauscht man dann aus. Das meiste sind irgendwelche Varianten von diesen Standard Hard Round Brushes. Mhm. Ich habe hier so eine ovale, die benutze ich immer zum Skizzieren. Und dann, worauf ich ein bisschen stolz bin. Oh, ein paar von den... Ah, doch, hier, genau. Diese Bleistift
Brushes habe ich selber gemacht. Da habe ich dann Bleistifttexturen auf einem Blatt gezeichnet und habe das dann eingescannt und angewendet. Und jetzt ist das tatsächlich so ein bisschen, als würde man mit Bleistift zeichnen. Ich kann das ja mal, machen wir mal hier weiß das Ganze. So. Und dann mal grau, weil Bleistift. Ja, macht man so, ne? Oh, das ist zu groß, aber wenn du hier so klein zeichnest, sieht es tatsächlich aus wie Bleistift. Und damit mache ich auch hier die Outlines sehr und so. Cool. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Habe ich mich gefreut, cool, dass ich das so hingekriegt habe. Ja. Die machst du dann aber auch mit relativer Härte, oder? Ich habe verschiedene. Ich habe Bleistifte von H bis 4B. Ach, du kannst gar nicht die. Habe ich extra. Achso, ne. Du kannst gar nicht die Härte. Ja, kann man okay, das auch machen, aber ich habe schon in der Voreinstellung direkt drin, dass ich weiß, wenn ich einen weichen Pinsel nehme, dann nehme ich hier den 4B und dann ist das quasi schon, dass ich weniger drücken muss und H ist einfach leichter. Ja, ansonsten habe ich, habe nicht so viele Brushes, weil ich einfach die gelöscht habe, die ich dann nicht mehr benutze. Basic Render habe ich eine genannt, das ist auch so eine ovale Abwandlung von dieser Standard Hard Round Brush. Ja. Die benutze ich immer gerne. Ja, cool. Ich war jetzt hier unten eine ganze Weile, jetzt gehe ich mal woanders hin. Das reicht mir jetzt da hinten. Ja, Blumen, oh, noch mehr Blumen. Apropos, yeah, wir haben ja gerade über Percy gesprochen, der ist gerade im Chat erschienen, hat nochmal gesagt, hey Jamila und Chan, cool, Grüße aus Hamburg, super schöne Farbpalette, finde es faszinierend, wie liebevoll Jamila die einzelnen Details ausschaut. Oh, danke schön, Grüße. Wenn man vom Teufel spricht. Na. Ne? Ja, sehr cool, schön, dass du da bist, Percy. Genau, und falls ihr euch mal das ansehen wollt, wie der Percy das macht, guckt euch die anderen Adobe-Livestreams an von früher, von letztem Jahr. Da haben wir ihn sogar zweimal da gehabt zu verschiedenen Themen. Der macht auch wahnsinnig tolle Sachen. Alles auf dem iPad übrigens, mit Adobe Sketch und vielleicht dann auch mit Gemini demnächst irgendwann. Wo wir ja kein Datum verraten können. 2019. Genau. Auch interessante Frage von Heidrun, die kam ja auch schon, ich finde es immer lustig, es gibt immer einen, der sich dann fragt, was ist das für ein Handschuh? Echt, ja? Ja, das ist cool, weil, also wenn du es noch nicht gesehen hast, dann weißt du halt nicht, was das ist. Ja. Ne? Das gibt es ja auch beim Billardspielen oder beim Golfen und sonst, das gibt es ja diese speziellen Handschuhe. Mhm. Ne? In deinem Fall ist es ja so ein Smudge Guard. Genau, ne? Ist sogar ein Smudge Guard, ist auch, ja, ist ja, original. Genau, das ist einfach praktisch, weil du dann nicht hier so an deinem Tablet kleben bleibst, gerade wenn du dann doch mal schwitzt an der Hand, so im Sommer oder so, macht es dann hier so und so geht's halt schön flüssig. Ist einfach angenehmer, ich mag das gar nicht mehr ohne. Ja, Wollemort schreibt, ja, oder bei 25 Grad Zimmertemperatur, ich meine, klebt dann die Hand sowieso auf dem Tablet, daher immer schön kühl halten im Keller oder so ein Smudge-Ding benutzen. Im Keller, ja? Okay. Ja. Kann sie mal zum Tim gehen, der bei uns im Keller moderiert. Das ist bestimmt auch schön kühl. Oh, ich sehe schon, gleich kommt ein gehässiges Kommentar von Tim. Sorry. Ja. So. Aber man sieht auf jeden Fall, dass das Ganze jetzt immer mehr Detail annimmt. Ne? Das ist gut, dass man das sieht. Ich denke immer, hier passiert nichts, aber... Aber du machst das dann tatsächlich auch so, dass du die einzelnen Elemente voll ausarbeitest und dann von dem einen zum nächsten springst und nicht sagst, ich mache jetzt Step 1 über alles hinweg, dann 2, dann 3 und erst dann 4 und 5, sondern du gehst in die Details pro Blume jetzt zum Beispiel oder Tier. Also, ist auch so ein bisschen Lust und Laune teilweise. Manchmal mache ich es nicht ganz fertig, sondern so, dass ich merke, okay, das nervt mich jetzt nicht mehr so. Meine Vorgehensweise ist eigentlich immer, ich gehe immer zu dem Punkt, der mich gerade am meisten nervt im Bild, weil ich den gerne in Ordnung bringen möchte. Und ja, so arbeite ich mich dann durch und denke mir, was ist denn da los? Denn dann zeichne ich jetzt mal hier so ein bisschen drüber und so. Ja. Thorsten hat geschrieben, schick Setup habt ihr, beziehungsweise sitzt ihr vor einem Greenscreen? Ja, tun wir. Mhm. Wir sitzen vor einem Greenscreen und der ist auch mittlerweile sehr, sehr gut ausgeleuchtet. Das ist ganz lustig. Ich habe mir letztens mal so die unsere ersten Streams hier angeschaut in Deutschland. Und wie viel sich da getan hat in den letzten anderthalb Jahren, ist echt schon erstaunlich. Also bin ich auch sehr, sehr happy, dass wir auch konstant zusammen mit Rufus und allen anderen, die bei Adobe Live mitwirken, Tim natürlich auch, konstant daran arbeiten können, das Ganze nach vorne zu bringen. Und ich hoffe, es gefällt euch auch hier natürlich bei Adobe Live, unseren lieben Zuschauern. Denn im Endeffekt machen wir das ja für euch. Ne? Ja. Genau. So, und jetzt ist hier noch eine kleine Diskussion ausgebrochen zum Thema Künstlersozialkasse und Umsatz im Jahr. Oh Gott, Leute. Ja, ich hätte nicht Finanzamt sagen sollen. Das war das Trigger.
Einmal kurz genannt, ja, und dann geht's los. Zack, dam, zack, dam, zack, dam, zack. Ja, aber ist natürlich auch eine wichtige Frage, ne? Also mal abseits vom ganzen lustigen Teil, sage ich mal, des Illustrierens und des Selbstständigseins. Am Ende des Tages geht es ja trotzdem immer ein bisschen ums Geld. Ne? Ja, und am Anfang hast du so viele verschiedene Jobs irgendwie. Also ich war Versand, Arbeiterkundenservice habe ich gemacht. Ach, also quasi in meinem Job, was ich alles machen musste, auch meine Finanzen habe ich selber gemacht. Dann Social Media Manager bist du natürlich, du bist Illustrator. Du hast einfach so viele Aufgaben, das ist Wahnsinn. Und irgendwann kommst du dann hoffentlich an den Punkt, wo du ein bisschen was abtreten kannst, was ich jetzt halt gerade mache. Patreon, auch eine interessante Frage aus dem Chat. Das ist ja auch immer so eine Sache. Patreon ist ja offiziell, ist es ja eigentlich eine Art Support, ne? Aber ja, du musst es trotzdem versteuern. Ja, ja, genau. Ja? Einkommensteuer definitiv. Ja. Also bei der Umsatzsteuer bin ich gerade noch nicht ganz sicher. Da muss ich mal meine Steuerberaterin noch fragen und abwarten, was sie sagt. Aber als Einnahme musst du es definitiv versteuern, ja. Das ist keine Spende. Ja, ich finde es interessant. Ich glaube, in den Anfängen von Twitch war das noch nicht so ganz geregelt und eine Grauzone, als das mit den Donations anfing, weil die ersten ja ihre Buttons praktisch selber da eingebaut haben. Ja. Und man damals noch nicht so diese klare Regelung hatte mit Spende im Sinne von Livestream-Spende in Anführungszeichen, dass das versteuert werden muss. Aber mittlerweile ist das, glaube ich, auch alles sehr, sehr klar definiert. Mhm. Gerade über Twitch und Patreon, dass das halt einfach als Einkommensquelle gilt und du das halt versteuern musst. Ne? Du musst halt natürlich erstmal warten, bis dann alle so aufholen. Die Bürokratie und so hängt da immer ein bisschen hinterher, was gerade so Internet-Innovationen angeht. Was ist das denn jetzt schon wieder für ein neues Ding? Das kennen wir gar nicht. Die ist ja für uns alle Neuland. Ja. Wir streamen ja auch analog hier, ne? Also falls mal irgendwie das hängen sollte, schön mal die Antenne noch verschieben vom Fernseher, dann seht ihr es vielleicht besser. Aber ist immer wieder lustig, ne? Zu sehen. Auf der anderen Seite halt für die ganzen Twitch-Streamer, die halt dann schon früh angefangen haben damit, ist das natürlich auch ein großer Vorteil. Ja. Ne? Dann musstest du am Anfang halt nicht so viel versteuern, weil gab es halt noch keine Regelung. Ja. Ja. Und Toni fragt, ich glaube, der Toni will sich selbstständig machen, deswegen fragt er ganz viele Fragen zum Thema drumherum. Finde ich aber auch interessant. Wie ist das bei dir? Hast du spezielle berufsbezogene Versicherungen, in denen du bist? Boah, nee, gerade nicht. Vielleicht später eine Berufsunfähigkeitsversicherung und so wäre wahrscheinlich nicht schlecht, aber gerade habe ich nur Krankenversicherung und so das Nötigste eben. Haftpflicht, ja. Nee, du, Toni. Aber das ist schon wichtig, oder? Ja. Ja. Es ist, halt, ist immer so, als junger Millennial, da denkt man immer nicht so an die Zukunft und alles, was man so braucht. Ich zahle auch noch nicht in meine Rentenversicherung ein. Oh, ja, was? Ich weiß. Ja, erstmal im Hier und Jetzt und dann wenn es alles sicher ist und so, dann kann man ja da immer noch schauen. Aber ja, ich weiß, ich bin unverantwortlich. Nee, hört nicht auf mich. Also, klar, irgendwann wird auch der Zeitpunkt kommen, wo du dir halt sagst, hey, ich brauch's halt. Ne? Ja. Es ist natürlich, ich sag mal, vom finanziellen Standpunkt aus vorteilhafter, wenn man es früher anfängt. Es gibt ja so spezielle, also bei vielen Anbietern gibt es so spezielle junge Leute-Rabatte, die, wenn du das halt früh anfängst, dann auch auf diesem Niveau bleiben und sich nicht verteuern. Wenn du halt als Erwachsener hingehst, dann ist es natürlich auch weitaus teurer. Aber Stefan schreibt YOLO quasi, genau. Genau. Ja. Sei schon so lange es geht, Freunde. Aber ist auch natürlich ein hochriskanter Beruf. Ne? Also da kann schon viel passieren. Also wenn man so einen Bleistift dann irgendwie ins Auge, genau, dann kann es schnell vorbei sein. Passiert mir ständig. Ja, okay. Ja, so ist das. Ja, aber gerade auch so, also ich hatte halt ganz doll Rückenprobleme. Oh ja. Eine Weile lang. Vom Sitzen wahrscheinlich, ja, oder? Das wird jetzt hier in die Geschichte eingehen als der Podcast oder der Livestream, in dem sie über altes Zeug und Steuern erzählt. Nee, ich hatte mit 24 oder so so doll Rückenschmerzen, das ging gar nicht. Ich konnte nicht mehr sitzen, ich konnte nur noch stehen und liegen. Ach, krass. Das war alles ein paar Tage lang, weil es halt richtig, richtig schlimm war und dann musste ich aussitzen. Und dann habe ich mir einen Stehschreibtisch gekauft. Im unteren Bereich? Oder ja, genau. So also Nacken sowieso schon, seit ich 14 war oder so, aber dann kam auch noch unterer Rücken dazu und das war... Oh, krass. Oh, das war so fies und dann habe ich mir halt so einen Stehschreibtisch gekauft und das hat mich gerettet. Das war echt gut. Kann ich nur empfehlen, wenn jemand damit auch Probleme hat. Ja. Ich glaube, da gibt es einige. Ich bin da auch so ein Kandidat. Ja? Ja. Stehschreibtisch. Ja, wir haben mittlerweile tatsächlich, Adobe ist da gut hinterher, haben wir so
Tische, die man höhenverstellbar machen kann. Genau, ne? Ja. Wir haben so einen kleinen Button und dann kannst du ihn auch hochmachen und sich hinstellen. Ja, genau so einen habe ich auch. Das ist ganz hilfreich für zwischendurch, einfach mal zu stehen. Aber man soll ja nicht nur stehen. Ne? Nee, genau. Ich wechsle immer hin und her, so alle 2 Stunden vielleicht. Ja. Ja. Ist immer ganz gut. Krass. Hörst du auch Musik während dem Zeichnen? Ja, und Podcasts und Netflix-Serien. Ich habe so ein paar Sitcoms, die ich immer wieder durchgucke, jedes Jahr. Im Hintergrund. Hm. Ja, warum nicht? Kann ich schon mitsprechen, das ist gut. Kannst du mitsprechen. Ja. Kannst du nebenbei als Synchronsprecher genau. auftreten, ne? So, 2 Jobs auf einmal. Why not? Ja, ich weiß nicht, also nicht bei allen Teilen der Illustration, bei der Skizze brauche ich, wie gesagt, sehr viel Konzentration. Da habe ich gerne einfach vielleicht instrumentale Musik. Mhm. Im Hintergrund oder irgendwas, was mich nicht zu da ablenkt. Aber dann, wenn es so an das hier geht, jetzt würde ich eigentlich definitiv Musik hören. Ich glaube, die Zuschauer hören tatsächlich auch Musik, aber ich weiß nicht. Aber wir jetzt gerade hier nicht im Studio. Also wir hören es hier nicht im Studio, nee, aber genau. Die Zuschauer haben so eine ganz leichte Musik im Hintergrund. Ein bisschen chillig. Genau. Manchmal kommt auch die Katzenmusik. Katzenmusik? Ja, der Rufus mag die ganz gerne. Die Cat Music. Oder ist sie nicht mehr auf der Playlist? Nein! Nein. Das war doch hier die Legende neben der Eva Wiedermann. Ich weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommen habt, aber die Eva Wiedermann war bei uns auch eine Legende über, ich glaube, 6-7 Monate hinweg. Weil als wir noch das alte Design hatten, haben wir in den Title Cards haben wir dann auch nur die Namen reingeschrieben und die Eva war vor. Kennst du die Eva Wiedermann? Das ist die, die macht Illustrationen für Hearthstone zum Beispiel, also für Blizzard oder für Star Wars unter anderem auch. Also sehr, sehr coole Sachen. Aber wir hatten dann in dem Stream, ich glaube auch so vor einem guten Jahr, und dann war es immer wieder so, dass wenn wir ein Adobe Live hatten, sie trotzdem immer wieder aufgepoppt ist als Title Card unten. Also egal, was wir eingestellt hatten, sie war dann auf einmal trotzdem da, schon immer wieder Eva Wiedermann. Und das war so ein bisschen der Running Gag bei uns und kam dann halt immer wieder und dann kam auch immer die Frage, wo ist denn die Eva? Wo ist denn die Eva? Und die Katzenmusik war so das zweite Pendant dazu. Aber egal, da gibt es mittlerweile auch andere Sachen. Heidrun schreibt übrigens, die Pinselpalette gefällt mir spontan richtig gut. Sind die alle selbst gemacht, beziehungsweise kann man die irgendwo erwerben? Wir hatten ja eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, ne? Genau. Genau. Am besten später oder gleich nochmal kurz ein bisschen zurückspulen. Da siehst du auf jeden Fall nochmal den Part, wo Jamila dann darüber spricht. Und wie gesagt, ihr könnt euch ja den Stream und alle Streams im Nachgang direkt nochmal ansehen. So ein paar Minuten, nachdem wir fertig sind, geht's dann nämlich dann los. Dann gibt's den auf YouTube und Adobe Live. Adobe Live.com. AdobeLive.com natürlich. Und wenn ihr die Pinsel auch haben wollt, direkt, ich gebe die immer jeden Monat an meine Patrons raus. Und auf Gumroad habe ich die auch. Da habe ich meine alten Patreon-Belohnungen, dass man die sich nachträglich noch kaufen kann, kosten alle $1. Also kriegst du jeweils so eine Photoshop-Datei mit allen Ebenen und dann ist auch immer mein Pinselpaket noch mit drin. Mhm. Und das wäre gumroad.com/JamilaKnopf. Da cool. Ich mache mal Excel hier fast auf. Irgendwie ploppt die Leiste mal wieder. Ja, wenn du zu weit nach unten kommst, dann geht die automatisch hoch. Julian schreibt auch, Netflix auf dem zweiten Bildschirm ist Beste. Auf jeden Fall. Genau. Und Stefan schreibt, jemand schon Game of Thrones gesehen? Wenn du jetzt hier spoilerst, mein Lieber, dann kicke ich dich raus. Ich meine es erst. Hier wird nichts gespoilert. Ich habe es noch nicht gesehen und ich will es auch erst heute Abend mir in Ruhe angucken. Also keine Game of Thrones Spoiler hier bitte. Jo. Ich guck's nicht, aber Spoiler finde ich trotzdem kacke. Ich finde das immer lustig bei 9gag, dann, wenn irgendwas Neues rauskommt, wo alle voll drauf stehen und wenn dann irgendjemand was spoilern will, die Leute rasten total aus. Ja, die zu drehen Recht. Richtig am Rad. Das geht aber gar nicht. Interessante Frage auch von Eva. Muss man nicht auch in einer Berufsgenossenschaft sein? Einige sind ja freiwillig und andere Zwang. Gibt es überhaupt eine für Illustratoren? Es gibt so einen Verein, Illustratoren e.V. oder so, aber ich weiß nicht, ob das eine Genossenschaft ist. Ich bin in keiner. Also wenn ich müsste, tut's mir leid. Also nee, nicht schlimm. Ich hab nur gedacht. Also die Elif hat jetzt auch schon dazu geantwortet gehabt. Übrigens, hi, schön, dass du da bist. BG für Berufsgenossenschaft, denke ich mal, und ETEM. Ich weiß leider nicht, für was das Akronym steht, aber es wird wahrscheinlich was damit zu tun haben. Ja. Und sie hat geschrieben, das ist Pflicht und hat noch weiter unten, glaube ich, noch was dazu gesagt. Damn it, jetzt oute ich mich. Ja, aber es ist tatsächlich, hat sie geschrieben, straffrei, solange du keine Angestellten hast. Also eigentlich müsstest du dich anmelden, aber wenn du keine Angestellten hast, okay. Weiß ich nicht. Also vielleicht trifft das ja auch nicht für dich zu. Keine Ahnung. Hilfe, ich muss mal kurz aus dem Stream raus. Thema? haben noch Fragen? Dann. Alles gut. Melde dich einfach direkt danach an, falls es nicht schon geschehen. Nee, warte mal, ist das VB? Ja, ich glaube, das ist
Vielleicht ist das eine der Berufsgenossen. Ja, dann bin ich da sogar drin. Doch, ich habe seit diesem Jahr nämlich einen Angestellten und ja. Ah, okay. Ja. Krass. Und Toni schreibt, Jamila wäre wohl auch bei Disney gut aufgehoben. Oh. Ja, aber so von den Welten, von den Farbgebungen kann das natürlich auch so ein bisschen passen. Dankeschön. Ne? Ja, ich habe auch gern gerade Ariel und so und Mulan. Oh, ich liebe Mulan. Mulan ist cool, ja. Die ganzen 90er Disney-Filme damals habe ich rauf und runter geguckt. Elif hat nochmal geschrieben, unter einer bestimmten Einkommensgrenze bzw. Anzahl an Tagen, die du freiberuflich arbeitest, kannst du dich auch von der Mitgliedspflicht befreien lassen. Genau. Aber genug zu dem Thema. Wir haben noch andere Fragen. Hilfe, Hilfe, ich muss zeichnen. Genau, wir haben jetzt auch noch so ein bisschen mehr als 15 Minuten. Oh mein Gott. Und dann ist die erste Runde auch schon vorbei hier mit Jamila. Und danach geht es übrigens auch weiter mit Lorena, die nämlich auf Instagram... Sie ist kurz weg, ja, sie ist jetzt kurz weg, die wollte es nicht hören. Die macht aber auch sehr, sehr schöne Illustrationen, also auf jeden Fall einfach dranbleiben. Wir haben jetzt noch so bis kurz vor zwei haben wir unseren Stream mit Jamila und danach ist Lorena dran. Und heute Abend sehen wir den Chris, zum Thema Fotografie, weil der macht nämlich wahnsinnig schöne Moody Pictures, müsst ihr euch auf jeden Fall auch mit reinziehen. Und genau, ansonsten wird das ja auch dann morgen und übermorgen weitergehen. Ja, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr coole Gäste dieses Mal wieder am Start. Eigentlich immer. So, und dann schauen wir nochmal rein. Du kannst übrigens auch immer wieder, ne, unterbrich mich einfach, wenn du irgendwas zeigen willst oder sowas. Oh, ist gut. Sonst mache ich hier einfach die Tonbandansagen. Mach das. Wie von der U-Bahn. Ist gut. Ja. Hallo, hallo. Nächste Haltestelle, Gefängnis, weil du dich nicht irgendwo angemeldet hast. Was? Oh Gott, ey. Quatsch. Quatsch. Aber ich kann ja mal kurz zeigen, was ich jetzt gemacht habe hier mit dem Rendern. Das ist quasi, das sind jetzt die Ebenen weg mit den ganzen Linien. Und das ist das, was ich gerade drüber... Oh, das wollte ich nicht. Drüber gemalt habe. Also man sieht schon, es wird ein bisschen realistischer langsam. Es dauert halt so seine Zeit, aber... Wir haben ja noch zwei Streams. Genau. Ja. Also. Und selbst wenn ich es nicht ganz fertig kriege, ich werde dann den Charakter definitiv auch noch zeigen, wie ich das mache. Cool. Weil das ist halt auch nochmal immer ganz interessant. Das ist auch eine ganz andere Vorgehensweise, die ich da benutze. Es ist halt so ein Cell-Shading, was ich bei dem Charakter anwende, während der Hintergrund schon eher gerendert ist. Wer nicht weiß, cool, was Cell-Shading ist, das ist quasi so diese Technik, die auch im 2D-Animationsfilm angewendet wird, gerade Anime und so, dass du einfach so eine Basisfarbe hast und die Schatten werden dann so ganz hart drüber gemalt, flächig. Ja. Sieht man auch ganz oft bei Games, die irgendwie an Anime oder Manga anknüpfen. Ja. Oder wer früher Gamecube gezockt hat, Legend of Zelda, da gab es mal einen Wind Waker. Das war eins der ersten Games, das wirklich sehr, sehr gutes Cell-Shading eingesetzt hat. Ich glaube, im Hintergrund und gedacht, oh ja, ja. Legend of Zelda, wow. Ne, es war aber auch eins meiner Lieblingsgames früher tatsächlich auf der Gamecube. Und genau, das ist der Cell-Shading-Look, kann man sagen, ne? Weil Cell-Shading ist ja auch ein Überbegriff. Aber auch immer schön zu sehen. Natalie fragt, würdest du empfehlen, einen Tisch bei solchen Veranstaltungen wie Comic-Con oder ähnlichen zu halten, selbst wenn man auch gar nicht so viele Follower hat, also, oder wenn man noch gar nicht so berühmt ist? Oh, ich denke schon, ja. Also ich kenne viele, die machen das einfach schon Jahre länger als ich. Ich kann natürlich jetzt nur aus meiner eigenen Perspektive eigentlich sprechen. Aber also dann sieht man die, man kennt die von Messen und jeder kennt die dort. Mhm. Aber wenn du dann so auf das Instagram-Profil guckst, ist vielleicht so ein paar hundert, ein paar tausend Follower, die haben dann gar nicht so viel. Aber die sind eben auf den Messen bekannt. Also klar, kann man sich da auch einen Namen machen. Und ich finde einfach, also ich habe jetzt 3 oder 4 Messen insgesamt erst gemacht. Ich bin da noch ganz neu, aber es macht mir halt wahnsinnig viel Spaß, weil es einfach eine coole Erfahrung ist. Du stehst da den ganzen Tag und immer zu kommen Leute vorbei und quatschen über deine Bilder und sagen, die finden das total toll. Also gerade wenn du so ein bisschen vielleicht dich manchmal fragst, warum du das eigentlich machst und das Gefühl hast, es läuft so alles ins Leere und du produzierst die Bilder, aber keiner kümmert sich. Mhm. Doch, die Leute kümmern sich und das ist halt wahnsinnig schön, einfach zu hören, was das auch für die bedeutet und alles. Die kommen da an und sagen, oh, das erinnert mich an das und das. Und das ist echt schön, auf alle Fälle. Sehr cool. Julia Zieger ist auch wieder da, unsere Dauerbrennerin hier. Wir haben ja so ein paar coole Leute, die hier immer dabei sind. Die Julia war auch ein paar Mal schon bei uns im Stream, also sehr, sehr cool, dass du da bist. Hi. Und Ecki auch wieder, also schön, dass ihr da seid. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, gerne in den Chat schreiben. Ich habe
bestimmt irgendwie die Hälfte auslassen müssen. Es tut mir auch wahnsinnig leid, aber ihr wollt ja auch noch ein bisschen was von der Jamila hören und nicht von mir. Ne? Deswegen, wenn es irgendwie noch was ist, was dringend ist, was ihr unbedingt erfahren wollt, ansonsten in den Chat schreiben oder morgen nochmal fragen oder übermorgen nochmal fragen. Wir haben ja noch 2 Tage vor uns. Genau. Aber das wird auf jeden Fall alles da. Genau. Ja, aber sehr cool. Also wahnsinnig aktiver Chat heute. Freut mich. Ich hab das nicht so oft, dass ich nicht mehr, überhaupt nicht mehr hinterherkomme. Das ist schon richtig lustig. Challenge. Genau. So, ich gucke jetzt mal kurz in den YouTube-Chat rüber. Wie gesagt, wir gucken hauptsächlich auf den Adobe Live-Chat, aber wenn ihr Fragen habt und nicht rüber wechseln wollt, ist das natürlich okay. Könnt ihr auch auf YouTube schauen. Aber da könnt ihr natürlich leider nicht an den ganzen aktiven Sachen mitmachen, wie jetzt zum Beispiel Umfragen, wie wir jetzt eben hatten. Oder wir haben auch ab und zu ja ein paar Verlosungen oder ein paar kleinere Geschichten, an denen man dann eben nur auf adobelive.com mitmachen kann. Liegt halt einfach daran, dass uns YouTube nicht gehört, ne? Und wir da halt auch nicht so viel rumbasteln können. Aber klar, ich sehe jetzt auch gerade ein paar Leute hier, die noch was gefragt haben. Samara ist auch dabei. Aber Samara, ich weiß nicht, ob man es... Sag nicht Samara, es erinnert mich an The Ring. The Ring, ja. Deswegen habe ich es nur noch so angesprochen. Sehr gruseliger Film. Genau, du hast ja gemeint, 2010, 2011 hast du eigentlich so richtig angefangen mit digitaler Zeichnung. Genau. Ne? Genau, also Samara, komm gerne auf adobelive.com, da kannst du auch alle anderen sehen, die chatten und da erfährst du bestimmt auch ganz viele Sachen, die du jetzt vielleicht verpasst hast. Ansonsten, wenn der Stream vorbei ist jetzt hier, geht es ja auch noch weiter mit Lorena und Rufus um 14 Uhr und du kannst aber natürlich jederzeit den Stream im Nachgang dir anschauen auf YouTube oder auf adobelive.com. So. Toni fragt, wann kommt Julia Zieger wieder? Tja, gute Frage. Wir machen die mal als Running Gag im Hintergrund. Ich glaube, ich muss sie einfach mal einladen, dass sie einfach nur im Hintergrund rumläuft. Ja, oder hier als Greenscreen. So genau, als Greenscreen. Großes Bild einfach. Ein cooles Bild von ihr, das dann einfach nur so macht. Ja, fände ich ganz lustig. Aber die kommt bestimmt nochmal wieder. Die Julia kommt bestimmt nochmal wieder. Und Julia hat auch geschrieben, ich habe gesehen, du bist nächste Woche bei Schoolism, Jamila. Ja. Freue mich dich. Ja, sie ist auch, sie Lisa, auch, ja? Ja, sie ist auch cool. Da. Freut sich schon, dich dort persönlich kennenzulernen. Oh, ich freue mich auch, aber du musst mal mich dann wahrscheinlich ansprechen, weil ich nicht weiß, wie du aussiehst. Oder ich google noch. Kriegen wir schon hin. Lorena ist auch da. Also nicht beim Schoolism Workshop selber, aber hängt auch mit in Berlin mit uns rum und wir gehen dann was, essen und so. Was ist Schoolism? Ich kenne das noch nicht. Ah, okay. Schoolism ist ein Online- Portal, eine Online-Schule, die gegründet wurde von Bobby Chu, der auch ziemlich groß ist in der Industrie und sein eigenes Studio hat in Kanada. Imaginism Studios heißt das. Okay. Und er wollte gern einfach eine Alternative aufmachen zu den unglaublich teuren Art-Programmen, die es dort an den Unis gibt, wenn du da hunderte von tausend Dollar hinblättern musst, um eine Ausbildung zu kriegen. Und er dachte sich, hey, aber das geht auch anders. Und dann gibt es dort eben Leute, die Kurse anbieten von Pixar und so weiter. Also auch richtige Veteranen in der Industrie und davon gibt es eben auch Live-Workshops seit einigen Jahren, also schon seit vielen Jahren eigentlich. Ist auch jetzt, glaube ich, der 4. oder 5. in Berlin. Und dort sind dann eben Illustratoren, von denen man sich was anhören kann und die machen auch alle eine Live-Demo und gibt auch immer so ein Meet-and-Greet-Networking-Event und es ist einfach eine coole Zeit, man kann abhängen. Ich habe so viele Leute, die ich dort treffen werde, die ich jetzt kenne inzwischen. Beim ersten Mal war ich dann noch so alleine da mit einer Freundin noch, bei der ich übernachtet habe. Und jetzt inzwischen sind wir schon so eine richtig große Gruppe und ich denke, oh Gott, wo wollen wir denn alle essen gehen? So, aber ja, ist krass. Auf jeden Fall cool. Aber super interessant. Ja, mag das auch total gerne. Also das ist auf jeden Fall lohnenswert. Ich sag ja, also Illustratoren unter sich, das ist nochmal eine eigene Welt. Ja. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Nathalie musste jetzt leider schon gehen, aber sie hat geschrieben, danke, dass du heute da warst und hoffentlich sehe ich den Stream morgen auch noch. Schön, den Prozess mal langsam zu sehen. Danke, Nathalie. Sehr cool. Sehr gut. Ja, und Christine hat auch nochmal so ein Thema angesprochen, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ne? Gestern war ja auch das mit Notre Dame. Oh Gott. Oh, ich habe auch gedacht, krass. Oh, ich hatte fast eine Träne im Auge tatsächlich. Ja, wirklich. Also, ne? Also es ist so traurig. Weil das ist natürlich auch ein Monument, wo man sich denkt, wow, also das muss jetzt nicht unbedingt nochmal verschwinden. Aber es ist ja zum Glück, ist ja jetzt nur
ich sag mal, ist nichts Irreparables passiert. Ja. Also die ganzen Grundfesten sind noch da und das Fenster hatte Christine eben geschrieben, das rote Fenster hat es auch überlebt und die ganzen Kunstwerke im Inneren. Von daher nichts, was sich nicht wieder aufbauen lässt. Ich bin ja froh, dass die Glocke nicht runtergestürzt ist. So ist das. Und Rebecca fragt, kommst du dieses Jahr gar nicht mehr zum Comicpark nach Erfurt? Nee, ich wurde nicht ausgelost. Ausgelost? Ja, ja, die verlosen die Tische. Und bei der Leipziger Buchmesse verlosen die Tische auch. Und wenn du da nicht genommen hast, kannst du dir einen teuren Tisch oder Stand kaufen. Das habe ich halt dann gemacht. Mhm. Und beim Comicpark hätte ich auch wahrscheinlich die Option gehabt, mir so einen Händlerstand zu kaufen. Aber an dem Wochenende hat der School ist ein Workshop und dachte mir, oh, ich habe mich eh geärgert, dass ich da nicht hin kann. Und dann gehe ich halt einfach dahin. Habe ich so als Zeichen genommen. Aber ja, ich habe nie Glück bei Losverfahren. Das ist einfach schon immer so gewesen. Und von daher muss ich mich damit arrangieren. Immer wenn bei Messen Losverfahren ist, dann habe ich keine Chance. Dann bin ich nicht da. Oder ich kaufe mir was. Ich kaufe mir mein Glück. Ja, finde ich auch interessant mit diesen Ständen. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Ja. Schwierig, ne? Also, klar, es ist halt auch eine kleine Fläche, in Anführungszeichen, für die Leute, die halt einfach kommen wollen und ausstellen wollen. Aber trotzdem, irgendwie sollte man das ja trotzdem hinbekommen. Also, sollte eigentlich nicht daran scheitern, dass das Interesse zu groß ist. Ne? Also, ja, ist schade, ne? Ja. Mhm. Ja. Bist du auch auf der Gamescom dieses Jahr zum Beispiel? Mhm. Nee? Nicht so deins? Ich bin kein Gamer tatsächlich. Also, ist immer ganz komisch, aber ich spiel dann ein Spiel und dann bin ich ganz ungeduldig und möchte richtig gut sein und denke, um jetzt darin richtig gut zu sein, müsste ich wahrscheinlich so viele Stunden reinstecken und dann male ich lieber. Und so ist es schon seit Jahren und irgendwann habe ich damit einfach mich abgefunden, dass ich nicht spiele. Das ist ganz komisch, dann aber transferierst ja du deinen Ärger im Spiel in das Bild. Ja, na, oder auch, wenn ich so ein Spiel spiele, dann gucke ich mir das an und denke mir, oh, das ist aber cool, da würde ich gerne was zeichnen, was so aussieht. Und dann hole ich mein Zeichenzeug raus und fange dann damit an. Also es bringt bei mir nichts. Ganz komisch, ich bin spielresistent, keine Ahnung. Ulrike schreibt auch, mir gefallen deine Arbeiten sehr gut, Jamila. Ich bin Fotodesignerin und lasse mich von deiner wunderbaren Illustration für eigene Arbeit inspirieren. Oh, danke schön. Immer schön, ne? Sowas zu hören. Ja. Ja, aber ich sag ja, also die Gäste, die wir haben, die machen so viele coole Sachen. Und ich meine, ihr aus der Community ja auch. Wir haben ja auch schon so viele Leute aus der Community immer hier rüber geholt. Einfach nur, weil wir einfach ein paar Artworks auch gesehen haben. Die halt einfach super schön aussahen. Den Benjamin Sterzenbach zum Beispiel hatten wir letzten Monat da. Der hatte mal für unseren Auftritt auf der Gamescom, hatte der mal spontan einfach eine kleine Animation reingebastelt und das fanden wir so cool, dass wir gesagt haben, hey, ja, den müssen wir mal einladen. Und ja, er hat auch letzten Monat richtig coole Sachen gezeigt. Also kann man sich auf jeden Fall nochmal ansehen, wenn euch das interessiert zum Thema Animation. Da hat er sehr, sehr coole Sachen gemacht. Und die Julia Zieger seht ihr auch immer wieder im Chat. Und was ich auch cool finde ist, dass die Leute, die bei uns im Stream waren, auch immer wieder in den Chat zurückkommen oder auch sich Adobe Live ansehen und die anderen Gäste sich anschauen, cool, was die machen. Werde ich danach wahrscheinlich auch machen. Macht das. Ja, das ist auch immer schön, ne? Weil du lernst ja auch so viele neue Techniken, in Anführungszeichen, beziehungsweise Workflows kennen und auch Stile. Das hilft dir auch zur Inspiration zur eigenen. Ja. Ne? Also die Julia ist ja auch hier Dauergast, was ich auch sehr, sehr cool finde. Was ja auch gar nicht doof ist. Ne? Genau. Und ansonsten, wir können uns das ja auch nochmal überlegen, aber da sprechen wir nochmal später drüber. Ihr habt ja natürlich immer die Möglichkeit, eure eigenen Artworks auf Hashtag Adobe Live Fam über Instagram zu posten. Und da gucken wir die uns ja auch immer wieder an. Und das ist immer ganz cool, weil da auch echt teilweise Sachen rauskommen, wo du denkst, krass, was da gepostet wird für Sachen. Und finde ich auch sehr cool, dass ihr da so fleißig dabei seid. Also nicht vergessen, könnt ihr immer wieder, auch für diejenigen, die jetzt neu dabei sind, könnt ihr immer wieder was Cooles posten. Ich sehe die immer, ich habe den Hashtag sogar abonniert. Ich sehe dann immer, wenn irgendwas Neues kommt. Und auch einige von uns bei Adobe und auch von der Community selbst. Finde ich ganz cool. Und wie gesagt, wir zeigen ja auch im Stream immer mal wieder ein paar Ausschnitte davon und Sachen, die super cool sind. Weil ich finde, die Community muss man einfach auch mal hier darstellen. Ja. So cool wie die sind und so viel wie die wissen. Das ist schon immer wieder sehr inspirierend. So, und du bist jetzt ich will immer noch Excel aufmachen die ganze Zeit. Dieses Excel, das mag dich nicht. Nee, ja, genau. Ich arbeite mich ja einfach so durch das Bild, gucke immer, welche Bereiche ich gerade so interessant finde oder die mich halt nerven, wie gesagt. und versuche die dann auszuarbeiten. Und das ist so ein Rumspringen. Mhm.
Und am Anfang sieht es halt nicht nach viel aus, aber dann irgendwann kommt alles so zusammen. Dann kommt so der Punkt, wo es dann kippt in Richtung doch realistischer. Ja, mal gucken, wann das hier so passiert. Oh, jetzt gerade ist es noch ein bisschen sehr stilisiert. Aber damit habe ich eigentlich auch gar nicht so ein Problem. Ich mag das gerne, wenn es wirklich ein bisschen überzogen ist, gerade von den Farben her und so. Klar. Ist ja auch nicht schlimm. Wir haben jetzt ja noch so 3 Minuten und dann ist die erste Session schon mit Es geht Jamila so schnell. Ja. Darf ich bleiben? Du kannst gern bleiben und zuschauen, weil danach ist nämlich die Lorena dran. Yeah. Beziehungsweise Amaretta, ne, auf Instagram. Lorena ist dran. Vergesst es einfach. Genau. Nein, aber auf jeden Fall müsst ihr dranbleiben. Wir machen ja noch bis um 18 Uhr Programm heute. Dann heute Abend für diejenigen, die jetzt noch nicht genug bekommen haben, können dann nämlich natürlich auch auf Behance weiterschauen. Da gibt es dann die englischen Streams. Aber um 14 Uhr geht es dann weiter mit Lorena und Rufus, auch zum Thema Illustration in etwas anderer Stil, aber nicht weniger cool. Also auf jeden Fall dranbleiben. Heute Abend dann zum Thema Fotografie mit dem Monsieur Chris, dem Christian, der uns dann auch nochmal coole Sachen zum Thema Moody Photography zeigt, was ich auch sehr spannend finde. So ein bisschen Nightshots zum Thema Landscape oder Porträts. Also auf jeden Fall dranbleiben. Genau, und morgen fängt das Ganze wieder von vorne an. Ne? Um 10 geht es dann mit der Nadine zum Thema VR und Kunst frisch und fröhlich weiter. Unsere derzeitige amtierende Creative Residentin. Weiß nicht, sagt man das so? Ja. Residentin. Die auch sehr, sehr coole Sachen macht und die heute auch schon wahnsinnig viele Bastelarbeiten hingelegt hat. Was ich auch sehr cool finde, was haben wir relativ selten hier, dass man einfach mal sagt, so, Leute, ne? Zack, 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 hier auf dem Brett. Ich glaube, wir hatten das nur einmal oder zweimal. Einmal mit der Chris Wiegand, die hier zum Thema Stop Motion was gemacht hat. Was auch sehr, sehr cool war. Genau, aber auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da wart für den Stream. Ich sag nur noch schon mal danke. Wir haben noch 2 Minuten, aber es ist fertig. Natürlich. Jetzt nochmal schnell, zack, rüber und dann. Ja, das ist auch so ein Special Brush, ne? Den ja, schnell zu Ende genau. machen Brush. Genau. Sehr schön. Aber wir haben ja noch 2 Tage. Ne? Und alle, die es verpasst haben, zum Teil können sich das ja, wie gesagt, jederzeit auf adobelive.com und auf YouTube auf unserem adobe.de-Channel nochmal ansehen. Genau. So. Fühlst du dich bereit zu zeigen, was du bisher gemacht hast? Ach so, ja klar. Ganz in Ruhe. Was guckt er denn? Was erwartet er denn jetzt? Ich erwarte nichts. Alles gut. Du machst das schon gut. Ja, okay, cool. Ich zeig mal. Genau. Ich weiß gar nicht, ob ich die graue Version, da erinnert euch ja vielleicht noch dran, wie es aussah am Anfang. Aber ich würde jetzt einfach mal den Hintergrund auch zeigen, was da passiert ist. Meine ganzen Gerne. Ebenen hier, die ich jetzt nicht mehr so schön benannt habe, wie ich das am Anfang gemacht habe. Oh, jetzt habe ich meine Linien ausgeblendet. Das geht natürlich nicht. Die müssen da bleiben. Die waren ja auch am Anfang da. So, mal gucken. Das ist für mich halt auch immer ganz interessant, wenn ich nochmal zurückgehe und schaue, was jetzt alles hier so passiert ist. Ich fange einfach mal damit an. Basisfarben. Haut, Haare, T-Shirt und ein Grün. Ich fange halt gerne einfach mit einer Basisfarbe an, weil es sinnvoller ist für mich. Und dann lege ich hier alles Mögliche oben drüber. Baue das einfach mal hier so auf. Immer mehr Farben von den verschiedenen Blumen. Dann habe ich hier diese Ebenen-Modi drüber gelegt. Hier habe ich nochmal mehr Kontrast reingebracht. Gradient Map. Fotofilter. Noch eine Blume, die ich vergessen habe. Das sind die Linien. Und dann ging es hier ans Rendern. Das ist das, wo die wenigste Veränderung tatsächlich zu sehen ist. Aber was auch am längsten vielleicht sogar gedauert hat und was jetzt auch noch am längsten dauern wird. Damit mache ich dann einfach weiter nächstes Mal. Und dann der Charakter. Aber Wahnsinn, was du in der kurzen Zeit hier schon alles bewerkstelligt hast. Also sehr, sehr cool. Ich mache nochmal ganz kurz uns auf groß. Das ist das falsche Bild. Da bist du. Und sag auf jeden Fall vielen Dank. Super cool bisher. Und ich freue mich schon auf morgen. Es wird bestimmt noch weitergehen. Schön, dass du da warst. Schön, dass ihr da wart. Danke. Und wie gesagt, dranbleiben. Gleich geht's weiter mit Lorena und Rufus zum Thema Illustration auch. Ein bisschen anderer Stil, wie gesagt. Aber auch super, super cool. Also auf jeden Fall gönnt euch eine kurze Pause, holt euch was zu trinken. Und vielleicht auch ein bisschen Popcorn. Und dann geht's auf jeden Fall weiter. Ja, vielen Dank, Jamila. Danke. Wir sehen uns später um 16 Uhr. Wir sehen uns morgen. Genau. Und ihr seht den Rest in 5 Minuten. Tschüss.